Hey zusammen, 20. Folge von unserem Frauenfußball-Podcast. Wir machen das doch auch schon eine Weile, diese Saison natürlich immer mit steigenden Zahlen. Für das danken wir euch. Ihr wisst wie immer, die Themen unten dran klicken. Wenn ihr mobile schaut, könnt ihr das bei den Kommentaren machen. Sonst, wie immer für euch der Auftrag, liken, subscriben und sharen. Das teilen mit euren Freunden, mit allen Leuten, die ihr kennt, die sich für Frauenfußball interessieren. Oder allgemein für Fußball. Es gibt vieles, vieles Gutes zum Bereden. Unter anderem ist ja IB jetzt Meister. Auch das werden wir kurz ansprechen. Aber gehen wir gerade ins erste Thema. Malia, heute tust du mich nur mit deiner Schönheit und deinem Wissen blenden. Gestern hast du mich auch noch mit deinem Dress geblendet. Perfekter Dress für so ein vernebeltes Ostschweizer Wetterli, oder? Das gelbe, grossartige Match in der ersten Halbzeit, in der zweiten ein bisschen weniger. Die Leute, die das Interview gesehen haben mit dir, wissen auch, von was sie reden. Aber gleich, 31 Punkte, ihr führt die Liga an. Ja, es war ein grosser Schritt in die richtige Richtung gestern, der Match. Es ist sehr ein ja, eigentlich der wichtigste Match eigentlich bis jetzt gewesen, der Rückrunde. Wir haben gewusst, wenn wir wirklich die Chance noch aufrechterhalten wollen, dass der Aufstieg greifbar bleibt und dass wir dort noch wörtlich mitreden können, dann müssen wir das Duell unbedingt gewinnen. Ja, wie du schon angesprochen hast, wie ich gestern im Interview gesagt habe, sicher eine sehr, sehr gelungene und sehr solide, gute erste Halbzeit war. Wo wir auch zufrieden sein damit, wo wir sicher viel Positives daraus herausnehmen können. Die zweite Halbzeit ist ein bisschen abgeflacht. Wir haben St. Gallen Stade ein bisschen besser gespielt, was eigentlich nicht unbedingt hätte sein müssen, aus meiner Meinung nach. Wenn wir so weitergemacht hätten wie in der ersten Halbzeit, immer noch höher angegriffen hätten, drei Mann gemacht hätten, wäre es auch nicht mehr ganz so spannend geworden, wie es dann am Schluss noch geworden ist. Ich war dann froh, wo der Schiedsrichter abpfiffen hat und es bei dem 3-2 geblieben ist. Ich glaube, alles in allem, ich habe auch noch Kommentare gehört nach dem Match, dass es unentschieden vielleicht noch verdient gewesen wäre. Bin ich nicht unbedingt dieser Meinung, ich teile die nicht ganz. Klar sind wir nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, aus dem Spiel heraus haben wir eigentlich sehr wenig zulassen, Chancen, eine klare Torchancen. Auch in der zweiten Halbzeit, auch wenn dann St. Gallen Stadt ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Und ich glaube, wenn man den ganzen Match anschaut, dann ist es sicher nicht unverdient und wir stellen die drei Punkte sicher nicht aus der Ostschweiz. Ja, es war eine gute Grundlage jetzt für die restlichen 6 Spiele, die noch verwertet auf uns zukommen. Und es ist schön, zumindest vorübergehend wieder die Tabellen erst zu sein. Klar, wir führen mit einem Punkt Vorsprung, St. Gallen Stadt hat noch ein Spiel weniger, aber sie müssen das Spiel zuerst einmal noch gewinnen. Von dem her ist das ist im Moment gerade eine gute Momentaufnahme und ich glaube, auf der können wir aufbauen. Also ich denke, es ist eh gut, dass ich jetzt diesen Match schaue. Weil es ist ganz klar, Spitzenkampf, und das haben wir auch gespürt. Haben wir daraus gespürt. Man hat auch gespürt, dass ein Qualitätsunterschied ist zwischen beiden Teams. Und zwar einfach für euch. Ich meine, wenn wir das ausbeinlen, die erste Halbzeit, abgesehen von den ersten 3-4 Minuten, wo ihr ein bisschen wackelig waren, sie ein bisschen höher angegriffen haben, und ihr noch müssen schauen, was wie eine Abstimmung neues Feld. Haben ihr dominiert. Und zwar, ihr habt dominiert mit einer Art von Fußball, die man im Frauenfußball nicht so viel sieht. Also ich sage, wenn ihr die Halbstunde, Kernhalbstunde von diesem Match, wenn ihr die jetzt in einer Nazi B gespielt hättet oder vielleicht sogar in einer Nazi A, dann hätte das vielleicht können länger zum Sieg machen. Weil ihr habt so viel Bewegung gehabt, ihr habt so viel Dynamik gehabt in eurem Team, dass es klar das gegnerische Team überfordert hat. Sie sind nicht aus dem Schwitzen gekommen, nicht aus dem Laufen. Sie mussten sich immer bewegen, sie sind immer im Ball nachgehechelt. Sie hatten eigentlich wenig Ballbesitz gehabt. Die paar Mal, die sie den Ball hatten, haben sie keine Lösungen gehabt, weil wir haben gerade den Raum zugemacht. Oder? Wir haben auch viel miteinander geredet, auf den Ball. Das war wichtig. Das Pressing haben wir völlig beherrscht in der ersten Halbzeit. Das Goal natürlich auch glücklich für euch, wir haben den Penalty. Glas klar, wenn er da rausholt, gibt es ein Goal. Dann das zweite Goal, bin ich kurz am Abschauen und nicht gesehen, war der Standschuss. Es war ein Freistoss. Herrlicher Freistoss, ja. Ich hatte gedacht, ja gut, ich schaue wieder rauf, wenn der Ball da im Strafraum ist und plötzlich ist er im Goal. Das dritte Goal, auch wieder Freistoss. Ja. Wenn ich mit Tanja geredet habe nach dem Match,
hat er sich gefragt, ob sie das wollte. Ich glaube nicht. Es hat ausgesehen wie eine Flanke, wo du zu fest auf den Goalie aufs Goal gezielt hast und dann die Goalie-Frau etwas alt ausgesehen dabei. 3-0, 3 Standards, aber ihr habt euch diesen Kampf, ihr habt auch Chance aus dem Match gehabt, um mehr Goal zu schießen. Ich habe gedacht, cool, ich sehe jetzt das Stängeli, oder 6-7-0. Dann kommen wir aus der Pause raus, alle aus dem gleichen Ort. Das Restaurant ist auch dort, wo die Garderobe ist. Und ihr seid ganz verwandelt. Ihr habt euch nicht mehr wirklich bewegt, der Gegner hat euch laufen. Die Pässe sind nicht mehr so angekommen, die Bälle in die Tiefe sind nicht mehr rumgesehen. Und plötzlich steht er unter Druck. Muss aber unterstreichen, meines Erachtens, dass ich nicht finde, dass man entschieden gerecht gewesen wäre. Höchstens ja, für Fleiss, aber viel Hin- und Herspielen bringt halt auch nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie aus dem Spiel raus wirklich, wirklich gefährlich geworden sind. 2-3 Mal vielleicht, aber der grösste Teil von ihrem Spiel hat sich bis in den Strafraum befunden. Und nachher haben eigentlich ihr das recht sauber gelöst, du und deine Abwehrkolleginnen. Und euer Goalie, der natürlich auch geht zu unterstreichen. Sie spielt auf einem extrem guten Level. Auch mit den Füßen. Besser als gewisse Nationalgoalies. Und du hast einfach gemerkt, dort ist eigentlich der Riegel zu. Die zwei Penalties, die zu diesen zwei Goals führen, die dann auch das Ganze spannend machen, diskutabel. Der eine, habe ich das Gefühl, ist ziemlich klar, weil ich meine, sie tankt sich im Mittelfeld schon an zwei vorbei oder an drei und dann sind sie dann um sie herum am Eingang vom Strafraum, was als Schiri hat nicht abgepfiffen. Der zweite, lässt sie sich fallen? Ja, wahrscheinlich schon. Musst du ihr nicht als Abwehrspielerin die Chance geben, um sich zu fallen, indem du etwas unbeholfen ihr hinten reinlaufst? Musst auch nicht. Also, ja. Also, du hast ja natürlich die Szene dort gesehen, als ich von der Seite gesehen habe, muss ich sagen. Als Schiri und der Schiedsrichter ist immer sehr weit weg gestanden vom Geschehen. Hätte ich vielleicht beide gegeben. Aber ja, einer von ihnen kann man vielleicht diskutieren, der zweite. Aber eben, nebst den Penalties, und auch dort ist der Goalie bei beiden dran. Ja. Nebst den Penalties hat der Staat euch nicht wirklich können gefährlich werden, aber nicht wirklich aufs Goal schießen. Das eine Mal, was aufs Goal schießen mit einem schönen Bogenschuss, ist Laura problemlos dran. Schöne Parade. Aber ich hatte das Gefühl, schade, dass euch das Team dort zusammengebrochen ist. Weder du noch der Sammy konnten es mir erklären nach dem Match. Ja, es ist noch schwierig. Manchmal sind so Sachen wirklich eigentlich unerklärlich. Du gehst in die Pause. In der Pausenansprache ist es eigentlich auch. Wir haben gesagt, hey, es steht 0-0. Die zweite Halbzeit muss genau gleich in Angriff nehmen wie bei APV. Es ist, gilt jetzt nicht, sich auf dem auszuhören und zu sagen, 3-0, das lange Pfarrig. Wir wissen, wie schnell das gehen kann im Fußball. Und du schiessest ein Goal und dann ist das Momentum vielleicht beim Gegner. Dann schiessest du vielleicht ein zweites. Und das wollten wir eigentlich unbedingt verhindern. Und da war auch ganz klar, dass wir so weitermachen wie die erste Halbzeit. Dass wir versuchen, das 14, das 50 Goal zu suchen. Dass es dann wirklich beruhigend wird mit der Zeit. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund haben wir das absolut verpasst. Wir haben gerade nach Abpfiff schon angefangen, uns viel tiefer zurückzudrängen lassen. Wir sind tiefer gestanden, wir sind nicht mehr ganz so hoch gestanden. Oder das haben wir auch wirklich auch offensiv nicht können, den Druck aufbauen auf die Hinterleute. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sie eigentlich auch in der Verteidigung nicht die schnellsten Leute hatten. Das heisst, wenn du dort richtig störst und früh und hoch angreifst, kannst du sie auch zu Fehlern zwingen, wie es auch in der ersten Halbzeit ein paar Mal passiert ist. Ja, ich weiß nicht, auf dem Platz, ich habe zumindest versucht, auch immer wieder die Leute vorne zu schicken. Oder wir haben auch von hinten raus versucht, dass wir höher stehen. Ja, was das genau gelegen ist, ich weiß nicht. Heute Abend im Training hoffe ich, werden wir das sicher auch noch anschauen, miteinander, mit dem Trainerstaff und das irgendwo ein bisschen versuchen zu erörtern. Eigentlich sollte einem das nicht passieren. Darum sage ich ganz klar, wir sind eigentlich dafür verantwortlich gewesen, dass St. Gallen Stadt überhaupt noch mal zurück in das Spiel gefunden hat. Ich schließe mit deiner Meinung an. Ich sage grundsätzlich, richtig gefährlich ist selten geworden. Ja, zwei Penalties.
ich sage grundsätzlich, haben wir von Anfang an, gerade nach 15 Minuten schon gemerkt, dass der Schiedsrichter eher mehr pfeift wie andere. Normalerweise sind wir uns gewöhnt, dass im Frauenfußball oft Schiedsrichter hast, die eher weniger abpfeifen, die auch selten Karten geben und so. Also logisch, Karten hat es gestern keine gegeben, aber... Mal, eine. Hat es eine gegeben? Andrea, ich weiss nicht warum, die Hand aufgehabt hat bei dem einen Ball. Ah, das so einen hohen Ball hat die Hand aufgehabt. Und er hat dort Gelb gegeben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe gestaunt, weil erstens, warum hat sie dort die Hand gehabt? Ja. Zweitens, warum hat er, dass er wirklich Gelb gibt? Und dann habe ich aber gestaunt, dass er zweimal klar Notbremse pfeift und keine Karte gibt. Ja. Also ich sage, aber Penalties, die Penalties. Wir haben natürlich von Anfang an hast eigentlich gemerkt, dass er eher jemand ist, der erstens mal nicht mit sich diskutieren lässt. Ich glaube, das haben wir dann irgendwann einigermaßen im Griff gehabt. Es hat so zwei Situationen gegeben, wo gewisse Spielerinnen haben wollen anfangen zu diskutieren, aber ich glaube, wir haben es innerhalb der Mannschaft auch recht schnell. Sehr können, klar. Ja, gelb, bitte jetzt folgen. Ja, nach hinten laufen. Das ist ein karikatisches Gesicht, aber super, so ist auch seine Show, gell? Ja, und ich finde es auch absolut. Er hat auch gepfiffen, rigoros, muss man sagen. Ich sage, aber man kann sich ja oft das einstellen und ich glaube, er hat auch seine Linie klar durchgezogen. Und darum muss man dann halt nicht diskutieren. Ich finde immer, wenn man weiss, dass ein Schiedsrichter sehr rigoros pfifft und dass er sehr strikt pfifft, dann muss man sich vielleicht auch zum Teil ein bisschen gescheiter anstellen. Schauen, dass man eben gerade auch in der Strafraumnähe nicht unbedingt so unbeholfen in den Zweikampf geht. Aber ich sage, schlussendlich ist alles gut gegangen. Wir werden sich unsere Lehre aus dem Spiel ziehen. Und wirklich eigentlich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dort ansetzen, dass wir nicht so einen Leistungsabfall haben innerhalb von zwei Halbzeiten. Dass irgendwo die Konzentration und auch die Konsequenz dahinter wirklich über die Gesamtspieldauer aufrechterhalten wird. Dass man sagt, okay, wir sind uns nicht schade, um halt die Laufwege immer noch machen, auch in der zweiten Halbzeit. Und wenn es dann halt irgendjemandem von der Luft her nicht mehr langt, dass man dann auch so ehrlich ist und sagt, hey, es geht nicht mehr. Bring über Neues, wo nochmal einen neuen Schwung mitbringt, wo das auch mitgehen kann, körperlich. Weil ich glaube, grundsätzlich sind wir körperlich eigentlich in einer guten Verfassung. Das ist ja das, was ich dir im Interview gesagt habe. Ich habe auch auf dem Platz nicht das Gefühl, dass wir nicht mehr haben mögen. Hat man auch von außen nicht gesehen, dass sie nicht hätten mögen. Und das ist so ein bisschen das, was mich fast am meisten stört, dass wir eigentlich meines Erachtens noch hätten mögen. Aber einfach aus irgendeinem Grund die Wege nicht mehr gemacht haben. Und das ist ja nicht nur im Defensivverhalten war, gegen den Ball zu arbeiten, sondern auch mit dem Ball. Es haben oft Anspielstationen gefehlt im Vorwärtsgang. Das Umschaltmoment von Defensive in die Offensive war nicht mehr so schnell vorhanden gewesen, wie noch in der ersten Halbzeit. Und da war es auch viel schwieriger gewesen, um dann auch mit sauberen Spielzeugen von hinten raus auch wieder ganz klare Torschüsse zu arbeiten. Ja, ich sage, grundsätzlich hat vieles gestimmt, was schon mal sehr gut ist. Wenn eine gute Grundlage gibt und wo es dann schlussendlich auch zu dem Sieg geführt hat. Es ist aber auch gut, dass man Verbesserungspotenzial sieht. Und jetzt gilt es vor allem in den ersten zwei Wochen während dem Training dort aufzubauen und dann im nächsten Heimspiel in zwei Wochen gegen Schweiz eigentlich dort anzuknöpfen an dieser ersten Halbzeit und dann auch wieder ganz klar machen, wieso dass wir jetzt im Moment auch Tabellenführer sind. Ja, also ich bin verblüfft gewesen. Die erste Halbzeit war wunderbarer Fußball gewesen. Das Tempo war sehr hoch gewesen. Die Bewegung ist wirklich das, was du wünschst. Wir haben durch das Spielsystem verstanden gehabt. Oder? Euch fehlt immer noch eine Mittelstürmerin. Ja. Irgendjemand, der davor ein Goal schiessen kann. Selbst die schnellen Stürmer, die wir haben, also die zwei Spitzen, mit denen wir gespielt haben, die wir immer wieder lanciert haben, haben, wenn, dann dort das Problem, dass sie zu viele Berührungen brauchen, um in den Abschluss zu kommen. Und auch der nicht so der Beste ist, der präzise ist. Ich denke auch beim Goalie von St. Gallen Stad, ohne welche frech zu sein. Liegen gewisse Goals drin, die vielleicht bei anderen Goalies nicht drin liegen. Wir legen auch schon von der Körpergröße her, oder, wo einfach viel zu viel Raum aber offen bleibt. Ich hatte allgemein das Gefühl, die ersten zwei Drittel waren grossartig. Ihr seid immer ins dritte Drittel gekommen, was zum Beispiel in der Super League für eine Mannschaft gar nicht gelingt. Oft nicht mal wegen dem Gegner. Einfach weil sie selber nicht wissen, wie kommen wir in das dritte Drittel. Im dritten Drittel habt ihr dann aber
zu lang gehabt, um zu entscheiden, zu lang zum Nachziehen, zu lang zum oder auch wirklich zu wenig Abklärtheit beim ersten Ball, bei der Abnahme, bei der ersten Berührung, sodass nachher der Gegner hätte Räume zumachen können. Wir haben auch gesehen, ich habe das Mittelfeld erlebt von einer Tanja Faden, die hat sehr, sehr gut geshootet. Das ist so, das ist ich denke, wir können gerade über das Mittelfeld reden von beiden Teams. Das ist natürlich eine Frage, die ich stelle, weil für unsere Zuschauer ist das interessant. Wer aus der ersten Liga könnte aufkommen und dort mal eine Verstärkung sein für das Team oder auch wirklich noch etwas reissen. Und ich meine, ich glaube, das war unisono Tanjas Thema und Sabrina, die bei uns im Interview ist, Petriella, ein Gegner, wo doch beide sehr, sehr gute Fußballerinnen sind, oder? Ja, definitiv. Ich sage gerade auch, beide haben schon höher geshootet. Beide haben schon auf höchster Ebene in der Nazi A Fußball gespielt. Das merkt man ihnen auch an. Man merkt auch in der Ausbildung, die sie genossen haben. Beide sehr talentierte Fußballerinnen, gerade auch technisch, mit sehr einem hohen Spielverständnis. Und ich sage, wir sind natürlich extrem froh, dass Tanja auch in den letzten Jahren die Angebote, die sie ab und zu wieder hatte, auch von Nationalvereinen, dass sie die immer wieder abgelehnt hat. Weil sie ganz klar auch so kommuniziert hat, dass sie mit dieser Mannschaft etwas möchte erreichen möchte und dass sie da daheim ist und dass sie eigentlich nicht, dass sie nochmal oben mitspielen will, dann eigentlich mit dem Team. Und ich sage, dass sie mir natürlich können wir extrem dankbar schätzen, dass sie das so handhabt. Weil ich sage jetzt gerade sie oder auch Laura Schneider im Goal haben natürlich ganz klar immer noch Qualität, um auch jetzt weiter oben spielen. Und es macht schon nochmal einen extremen Unterschied aus, wenn du gerade im zentralen Mittelfeld jemanden hast, der auch von der Kreativität her und in der Spieleröffnung und dann aber auch im Defensivverhalten so eine Qualität an den Tag legt. Und da bist du oft nur schon dank der Tanja im Mittelfeld eigentlich überlegen, wenn du das richtig spielst und wenn du jemanden nebenzu hast. Und das variiert immer. Wir haben da ein bisschen Optionen neben der Tanja. Kommt immer ein bisschen drauf an. Im Moment Mischa Fussen, wo auch in den letzten Saisons eigentlich oft neben der Tanja gespielt hat, im zentralen Mittelfeld, wo er ein bisschen den defensiven Part übernimmt, ist im Moment gerade verletzt, seit fast einem halben Jahr. Wir haben aber hier im Winter noch einen Neuzugang mit der Sandra Schirmer. Hat vorne lang jetzt 2-3 Jahre bei Schlieren in der ACB gespielt. Ist jetzt das Wochenende nicht rum gewesen. Wir haben aber auch mit der Aldina Bosnisch, die jetzt gestern dort gespielt hat, eigentlich Optionen. Es ist aber ganz klar, dass Tanja eigentlich schon eher den Kreativpart übernimmt und eher die, die offensiv ausgerichtet ist. Gerade auch, weil sie halt in der Spielauslösung und auch mit ihrem Spielverständnis schon nochmal, sag jetzt mal vom Niveau her, nochmal eine Stufe höher steht, wie eigentlich so der Durchschnitt unserer Mannschaft. Und ja, es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Bereicherung, dass jemand wie sie auch hast können halten auch in den letzten Jahren. Und es macht wahnsinnig Spass, zum so zusammenspielen. Weil du auch siehst, dass sich das wahnsinnig gut ergänzt, dass wir auch wissen, dass auch rundum das funktioniert, dass man weiß, okay, dass so ein das blinde Verständnis eigentlich ist. Okay, welche Bälle kommen zum Beispiel von einer Tanja gerade auch in die Tiefe oder so. Es funktioniert grundsätzlich auch sehr gut mit den Flügeln. Und darum sage ich, ich glaube, die Qualität ist rum, die haben wir. Die ist nicht auf jeder Position gleich tief, aber das ist etwas, wo man daran arbeiten kann. Ich sage, defensiv machen wir es nicht so schlecht. Es funktioniert eigentlich vieles recht gut. Logisch, ich hätte eigentlich lieber zu Null gespielt gestern. Ja, mit 2 Penaltys, ja, ist die Chance halt relativ groß, dass du gegen Goal überkommst, obwohl Laura bei ihnen dran war. Aber ja, ich sage, grundsätzlich bin ich zufrieden, wenn du aus dem Spiel raus zumindest kein Goal zulässt. Dann schaffen wir defensiv nicht ganz so schlecht. Und ja, offensiv, aber das ist das Thema. Das haben wir auch schon angesprochen nach der ersten Cup-Runde, die ich dir ein Interview gegeben habe. Oder ich sage, offensiv fehlt uns einfach wirklich so ein bisschen die Abgeklärtheit. Und dort sind wir oft entweder zu überhastet oder wir brauchen zu lang. Es ist so ein bisschen entweder oder. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass das etwas ist, wo du kannst mit gezieltem Training auch anbringen. Es ist schon besser wie auch schon.
wir schiessen wieder mehr Goal wie auch schon, was okay ist. Aber ich sage, gerade aus dem Spiel heraus musst du natürlich, vor allem wenn du auch Chancen dir erarbeitest, musst du die natürlich auch konsequenter können nutzen. Genau, du musst können reagieren auf die grossartige Arbeit, die er sicher in den ersten 45 Minuten geleistet haben in den ersten zwei Drittel, musst du noch besser reagieren. Ich meine, er hat gut reagiert. Die Freistöße sind nicht von ungefähr. Das sind Fouls, die er rausgeholt hat, als Penalty. Das ist ein klares Foul, den er rausgeholt hat. Aber wo er einfach dort ein bisschen abgeklärter werden, ist natürlich halt einfach schwierig. Im Frauenfußball findet allgemein zu wenig Sturmtrainings statt. Man tut zu wenig auf Stürmerinnen trimmen. Und ja, die, die dann wirklich auf das drin sind, die gehen in die Nazi B oder Nazi A. Das ist ganz klar. Jetzt, wenn wir die Liga anschauen, was ich aus dem St. Galler Kreis gehört habe, ist, du weißt nicht, du kannst dich nicht einschätzen. Es ist quer durchs Band, durch eure Gruppe. Ihr seid jetzt halt im Hochkaräter gesehen. Wir haben aber auch schon Teams gehabt, wo extrem einfach zu besiegen waren. Hast du das ähnlich erlebt? Ja, ich sage, die Bandbreite und Qualität innerhalb unserer Liga ist sehr breit gefächert. Du hast Teams, wie jetzt aber lernen, die wir auswärts hatten, die eigentlich fußballerisch auf einem guten Niveau sind, die auch schöne Fußball spielen, pflegten Fußball, nicht einfach so ein bisschen Kick and Rush, das du oft in den tieferen Ligen siehst. Du hast aber auch ganz klar Teams, die auf das ausgerichtet sind, die viel nur über den Kampf machen, die viel über die Einstellung gehen und wo rein Fußballer ist jetzt nicht ganz so ein hochstehender Fußball spielen. Und darum ist es auch extrem schwer, von Woche zu Woche. Du hast zum Teil wirklich Leistungsabfälle, die extrem sind. Wir hatten letzte Woche auswärts gegen Bühler gehabt, wo eigentlich eine gute erste Halbzeit gezeigt hat, wo es eigentlich einigermaßen ausgeglichen gestaltet hat. Und wo dann aber in der zweiten Hälfte gemerkt hast, da ist die Luft draussen, da ist die Luft körperlich auch draussen. Und wenn die körperlichen Komponenten bei so Teams wie zum Beispiel bei Bühler fehlt, dann brechen sie zusammen. Und dann war es für uns in der zweiten Halbzeit letzte Woche eigentlich relativ einfach, um die 6 Goal innerhalb von einer Halbzeit zu erzielen. Und das siehst du noch öppe, dass gerade bei den schwächeren Teams, die eher ein bisschen tiefer klassiert sind in der Tabelle, siehst du das noch oft, dass vor allem die erste Halbzeit eigentlich noch einigermaßen mitheben und dass sie dort vor allem durch das Defensive arbeiten, viel neutralisieren können. Aber je länger das Spiel geht, umso schwächer wird das. Und ja, es ist eigentlich noch spannend, weil du siehst wirklich alles. Also in so einem Spiel wie gestern siehst du sicher guten Fußball. Es gibt aber auch Spiele, wo, sag jetzt mal in der Vorrunde, wo auch wir dann mit einem Gegner, der viel nur über den Kampf geht und selber nicht wirklich mitspielt, extrem Mühe haben. Und es dann wirklich auch kein gutes Fußballspiel gibt. Und ja, ich sage, es ist wirklich so, und das bestätige sicher auch, was aus St. Galler Kreisen an Input gekommen ist. Es ist eine extreme Bandbreite bei uns in der Liga. Und ich sage jetzt mal, die obersten klassierten Teams, wie jetzt Palermo oder St. Gallen Stadt oder auch mir, bin ich schon der Meinung, dass wir rein fußballerisch wahrscheinlich schon einmal eine Spur besser sind wie der Rest. Ja, wir sind nicht nur fußballerisch, sondern auch athletisch besser. Das hätten wir rein optisch gesehen. Es sei denn, Gelb macht mega schlank. Ja. Ich glaube nicht. Das Lippenstift Gelb, ja. Aber eigentlich ist es ein schöner Stress, muss man ganz klar festhalten. Etwas, was mir auch modetechnisch aufgefallen ist, habt ihr keine Scheinbeinschoner? Und wenn, dann nur so kleine. Also, ich würde das nicht empfehlen. Das einfach so. Die Mode von, ihr habt nämlich nicht, weißt du, wenn die Profis so kleine haben und sagen, 200 Gramm weniger, die haben ein Team am Arzt, das sie nachher wieder gesund pflegt. Ich würde euch wirklich empfehlen, euch Scheinbeinschoner zuzuziehen. Bei keiner hätte ich jetzt abgedrückt gesehen. Also, besorgt euch ein grössere Scheinbeinschoner. Ist lustig, der Input ist letzte Woche im Training auf unserem Trainer gekommen. Ja, da hat der Sammy, glaube ich, nicht so unrecht. Man muss sagen, dass Sammy sagt im Interview, er wollte Interim kommen, aber er hat gesehen, er arbeitet professionell und wollte das. Ich mag es euch mega gerne. Ich hoffe, ihr könnt den Vorsprung halten. Weil ich habe eben gestern auch erfahren, dass das Reglement wieder einfach völlig irrsinnig ist.
St. Gallen 2 darf nicht aufsteigen, so oder so, auch wenn St. Gallen 1 aufsteigt in der Nazi B. Weil man muss den Abstand von zwei Ligen Abstand haben. Das ist auch bei den Herren so, aber bei den Herren ist es definitiv so. Also muss es einfach so sein. Bei den Frauen darf ein U21-Team aber in die Nazi B. Ja. Warum? Das macht für mich keinen Sinn. Ich meine, ich verstehe, es ist vom ausbildnerischen Blickpunkt und so weiter, aber für mich macht das keinen Sinn. Für mich müsste es halt sein, entweder man hält die zwei Ligen Abstand und dann spielt halt Zürich 2 in der ersten Liga. Mhm. Oder, ich meine, das mit der U21 in der Nazi B macht ja keinen Sinn. Oder dass jetzt St. Gallen nicht aufsteigen kann und dass, wenn St. Gallen nicht aufsteigt, der nicht aufsteigen kann. Macht absolut keinen Sinn. Ja, ich glaube, rein reglementtechnisch ist ja, gibt's ein paar Inputs, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich auch finde, man macht es entweder richtig oder gar nicht. Das ist auch etwas, was wir auch schon oft diskutiert haben, wenn wir nicht vor der Kamera stehen. Ich finde, Fußball ist Fußball. Ich verstehe nicht, wieso dass man das Reglement bei den Frauen dann plötzlich anfängt, anders auszulegen oder anzupassen, mhm, auf irgendeinen Wunsch. Wir wissen ganz klar, dass zum Beispiel die Reglementsanpassung, dass man die erste Liga bei uns frei wechseln darf, dass die aus dem Input entstanden ist, wo ein Verein gestellt, mhm, hat. Ich finde auch das eigentlich etwas, das nicht sein darf, dass, nein, ein Verein so eine Anfrage stellt und dass das wirklich auch umgesetzt wird. Ich bin mir nicht sicher, wie das gelaufen ist mit der U21, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Intention von Zürich aus war. Es gibt zwei Vereine, glaube ich, die U21 kennen. Da bin ich ganz sicher. Glaube, Zürich hat eine, GC hat, glaube ich, auch eine mittlerweile. Ja, und ich sage, das ist etwas, wo ich der Meinung bin, Fußball sollte Fußball sein, ganz egal, ob es jetzt Männer spielen oder Frauen. Und darum sollte das Reglement bei beiden genau das Gleiche sein. Zumal auch eigentlich die Struktur der Ligen, wie es aufbauen ist, eigentlich identisch ist. Mit der Abstufung von Nazi A über Nazi B, Erstliga. Natürlich, bei der Frau geht es nur in die Viertliga, nicht bis in die Fünftliga, aber ich bin der Meinung, das sollte 1:1 gleich sein. Wir nehmen es so, wie es ist. Die Sachen, die man diskutieren kann, versuchen wir zu diskutieren mit dem Verband. Ja, und ich hoffe aber, dass das auch in Zukunft, dass die Anpassungen, dass die revidiert werden und dass man eigentlich auch wieder zurück zu dem geht, dass man sagt, man hat ein Reglement für den Fußball und fertig. Genau, ich hoffe auch, dass man die erste Liga anfängt, gleichwertig mit der Herrenliga, ja, zu bewerten und nicht auf Niveau Drittliga bei den, ja, Herren. Oder es würde natürlich beinhalten, dass Linienrichter müssten kommen müssten. Es würde beinhalten, dass das fliegende Wechsel und so weiter nicht oben ist. Aber ich glaube, nur so können wir ein Ziel erreichen, wenn man das auf Augenhöhe betrachtet. Natürlich, ich weiss, Nationalliga A und Nationalliga B sind noch Verbandsligen, während die Swiss Football League bei den Herren eigentlich schon eine externe AG ist. Das ist eine externe Liga eigentlich, also macht auch ein bisschen ihre eigenen Regeln. Aber sie munden sauber im Verband und ich habe das Gefühl, wir müssen das auf Augenhöhe betrachten, anders geht es nicht. Sonst ist es natürlich einfach um manche Zeit schade, oder? Und das wollen wir nicht. Wir wollen halt nicht Frustrationspunkte einbauen im Frauenfußball. Das müssen wir einfach abschaffen. Ich hoffe für euch, dass ihr durchzieht, dass es klappt. St. Gallen könnte ja mal ein Match verlieren. Ich denke, das ist völlig möglich. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr keine Punkte drum liegen lasst. Genau. Dass ihr euch halt den Kopf oben haltet. Euer Trainer, der Sammy, hat im Interview noch einen Cliffhanger gelassen. Er hat gesagt, er hat mit dem Team neue Ziele definiert. Wegen nicht verraten. Ich frage dich jetzt nicht. Ich bin einfach gespannt, was die neuen Ziele sind und ob sie Ende Saison erfüllt sind. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter rauf. Das Wochenende kein Nazi A für euch. Es war die Jubiläumsfolge. Da habe ich gedacht, ich gehe mal bei der Allee schauen. Ich muss auch sagen, danke für mal an euch. Das war extrem eine Bereitschaft, um Interviews zu geben. Freundlich, alle offen für alles.
Es ist halt natürlich immer schön zu sehen, dass das auf eurem Niveau auch schon mit Professionalität geschafft wird, die ich manchmal halt auf anderen Niveaus nicht so mitbekomme. Und so schlimm ist es ja nicht, gell? Nein, definitiv nicht. Also, der Sammy ist nicht gejammert am Ende vom Tag, oder? Ja, die Nazi A hat es gegeben. Dort hat es ein paar Änderungen gegeben, ein paar Shifts, die man nicht erwartet hätte. Fangen wir chronologisch an. Am 4. wird abpfiffen im Weiler. IB empfängt Lugano. IB macht einen extrem guten Match. Ich habe diesen Match gesehen auf meinem Handy. Habe ich schauen. IB macht einen extrem guten Match. Deckt viel Räume ab. Aline Stöckli möchte ich noch mal unterstreichen. Grossartige Partie von ihr. Ja. Auf dieser 10er, 8er Position. Im Flügel aussen manchmal. Sie hat dafür gesorgt, dass ein Grossteil von dem Motor, wo Lugano ausmacht, nicht kann ziehen kann, dass ein Shelby Nieto, glaube ich, heisst sie, dass die nicht so viel Wills kann machen, nicht so viel Pässe, Tiefe. Und so hat IB sich recht gut gehalten. IB hat einfach offensiv nicht so viel Stich können setzen das mal. Unter anderem sicher auch, weil Stefanie Weber auf der Bank war, sie, die jetzt gerade aus Brüssel zurückgekommen ist. Sie hat dort die U19 EM-Quali gespielt für die Schweiz. Sie ist Topscorerin bei IB, hat 8 Goal geschossen. Hat nicht mittun von Anfang an und da hast du gemerkt, dass Flo, der aus der Nazi gekommen ist, zu wenig Angriffsmöglichkeiten hatte. IB ist oft bis ins zweite Drittel gekommen. Von dort haben sie ein wenig Kreativität bewiesen. Nachher Lugano baut auf und gegen die zweite Hälfte merkst du, okay, IB hält sich wacker, IB ist gut dran, holt für Eckball aus, aber Lugano schießt jetzt das Goal. Und es ist dann passiert, Tina Maxuti schießt das Goal per Penalty. Ja, ich denke, es ist ein klarer Penalty, ich kann es nicht ganz sagen. 13 Saison-Goal für Tina Maxuti, dann das 2:0, Kara Kurtin. Auch 13 Saison-Goal, also die zwei sind tödlich. Das Goal von Kara Kurtin ist grossartig, ist Konter eigentlich, mehr oder weniger. IB läuft zweimal an, geht wieder zurück. Im zweiten Mal verliert es den Ball im offensiven Mittelfeld. Das geht sehr, sehr schnell. Und dann, ich weiß nicht, ob du das Goal gesehen hast bei uns. Ja. Wunderschöner langer Ball und die einfach direkt. Keine Chance für Michel Tschudin. Dazwischen hat Michel Tschudin noch das 2:0 zweimal verhindert. Eine grossartige Parade. Dann kommt IB mit einem Konter, mit einem sauberen nach dem Eckball zum Anschlusstreffer. Versucht, läuft nochmal an. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es verdient gewesen wäre, wenn IB es ausgeglichen hätte. Es wäre sicher nicht unverdient gewesen, aber wahrscheinlich durch den Spielanteil, vor allem auch in der zweiten Hälfte, hat Lugano verdient gewonnen. Das heisst, Lugano hat dort schon einen Matchball für Zürich unmöglich gemacht. Ja, ich habe jetzt die Betonung des Satzes habe ich so lassen, als käme noch etwas, aber ich komme gar nicht mehr. Das ist gesehen, was passiert ist. Ich gebe mal an dich über. Ich habe IB gegen ein Yverdon verlieren, so viele Punkte verlieren wie in letzter Zeit und dann gegen Lugano eigentlich 80 Minuten auf Augenhöhe spielen. Ja, ich sage, IB bleibt für mich eigentlich so ein bisschen die Mannschaft, die so ein Wundertüte ist in dieser Saison. IB ist für mich in dieser Saison so eine Achterbahnfahrt, wo so ein bisschen auf und ab geht. Man sieht auch jetzt in so einem Spiel wieder gegen Lugano. Und Lugano hat definitiv seine Qualitäten. Das haben wir immer wieder gesehen in dieser Saison. Sie sind nicht unverdient auf dem zweiten Platz. Aber IB hat grundsätzlich eine gewisse Qualität im Kader und auch in der Mannschaft, die eigentlich ausreichend ist, zum sicher im Mittelfeld dabei zu sein. Und, ich weiß nicht, woran es genau liegt, dass wirklich die Leistungsschwankungen von Woche zu Woche zum Teil so extrem sind. Aber wichtig ist bei IB, dass man vor allem auch so ein bisschen im Hinblick auf die nächste Saison ich gehe jetzt mal davon aus, obwohl ich da langsam immer besser in die Rückrunde hineinkommt, dass ich grundsätzlich nicht absteigen wird.
Und wenn das so sind und sie bleiben in dieser Liga erhalten, wenn ich auch eigentlich auch der Meinung bin, dass das verdient wäre mit der Qualität, die sie in der Mannschaft haben, die sie im Kader haben und auch mit dem, was sie können, fußballerisch auf den Platz bringen, bin ich schon der Meinung, dass sie absolut in die Nazi angehört. Aber wichtig wird dort vor allem sein, dass sie es endlich schaffen, um eine gewisse Konstanz hineinzubringen in ihre Leistung, aber auch in die Art und Weise, wie sie spielen. Man sieht eigentlich in so einem Spiel wie jetzt gegen Lugano, dass sie es eigentlich verstehen, um vor allem auch defensiv Konsequenz zu schaffen. Sie verstehen es eigentlich auch, um Räume zu machen. Wichtig ist, dass man in so einem Spiel, wo man eigentlich einen stärkeren Gegner hat, wo natürlich der Fokus zuerst einmal auf dem defensiven Verhalten liegt und auch darum bemüht muss sein, dass man Gegengol vermeidet. Aber dort sollte der Fokus eigentlich darauf liegen, dass man dann den Sprung in der Offensive noch, im letzten Drittel, dass man dort in die letzten Zonen hineinkommt, dass man dort mehr kreieren kann, dass man dort dann auch noch ein bisschen abgeklärter wird. Das ist sicher ein grosser Schlüssel, dass das IB auch wieder mehr Punkte wird können holen. Weil auch wenn du natürlich defensiv super schaffst, dann langt es da eben trotzdem nicht über ein Unentschieden hinaus, im besten Fall, wenn du offensiv nicht wirklich kannst für Akzente sorgen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sie eigentlich offensiv Leute haben, die fähig sind zu dem. Natürlich merkt man vielleicht auch, dass eben Stefanie Weber, die nicht von Anfang an gespielt hat, oder Floriana Ismaili, die zwar von Anfang an gespielt hat, aber aus der Nazi kommt, aus der Nazi, Stefanie Weber aus der U19-Nazi, dass da vielleicht auch ein bisschen eine gewisse Müdigkeit rum ist, die bei anderen Spielerinnen nicht rum ist, die nicht so eine intensive Zeit jetzt gerade in der Nazi hinter sich haben. Aber dort muss man schauen, dass man da mehr kreieren kann mit den Leuten, die man hat. Weil ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie sehr fähige Leute haben und auch Leute, die eine gewisse Kreativität besitzen, gerade auch im Offensivspiel. Und man merkt natürlich, dass zumindest ob Floriana vielleicht diese Saison nicht mehr ganz so viel Goal schießt wie auch schon. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass sie ab und zu eine andere Rolle auf dem Platz einnehmen muss, weil man gewisse Abgänge hat bei IB, wo sie vielleicht auch ein bisschen mehr im zentralen Bereich, im offensiven zentralen Bereich und jetzt nicht wirklich als Stürmerin muss abdecken können. Aber ja, IB ist wirklich für mich so ein Wundertüte. Man weiss jede Woche nicht, was einem genau erwartet. Man sieht ja, man verliert zwar gegen Ivadar, man steht aber auf der anderen Seite im Cup-Finale. Also es sind alles so Sachen, die so grundsätzlich rein objektiv betrachtet nicht unbedingt zusammenpassen. Genau, du redest vom Cup-Finale. So eine Leistung wie gegen Lugano, je nachdem, wie sich Zürich präsentiert, aber die reden wir auch jetzt about gerade. Erlaubt dir ein Cup-Final-Chance zu haben. Vor allem in einem grossen Platz. Kunst, nein, im Bier ist kein Kunstrasen. Mit Rasenheizung sogar. Ja, aber ich habe das Gefühl, das wäre das Einzige. Die Unterlage ist eigentlich fremd für IW. Das könnte schaden, aber es erlaubt dir so eine Leistung, erlaubt dir Zürich sich noch auf Abstand zu halten, als Weile. Was es aber braucht, ist dann eben auch der Geistesblitz gegen Führer. Und jetzt auf Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, Floriana Ismaili muss dort mehr Initiative haben, oder? Ich meine, look, ich habe den Match am Handy geschaut, Mike Hujo. Dort nimmst du den Match nicht so wahr, wie wenn du vor Ort bist. Aber ich hatte zu wenig von ihr gesehen, Geistesblitz. Moment, wo sie sich dreht, wo sie versucht, das Spiel vertikaler zu machen. So, wenn du Captain bist und so erfahren und gerade aus der Nazi-Phase kommst, musst du halt wirklich oft sehr viel Gewicht auf deine Schultern nehmen, oder? Und musst eben den Unterschied können ausmachen. Das ist ja, oder? Ja, oder definitiv. Verlange ich zu viel? Ich glaube, es ist ist sicher in dieser Saison noch mal viel extremer geworden, auf ihre Person bezogen, wie viel Verantwortung dass sie Mut tragen in dem Team. Ich glaube, letzte Saison war das noch etwas verteilter gewesen, mit der Melanie Müller, die noch rum war, zum Beispiel gerade im zentralen Bereich. Mit der Ali Schalemann in der Offensive auch noch, die dort auch noch mal ein Stück weggenommen hat. Aber ich sage, rein von der Fähigkeit und rein von der Kompetenz her ist Floriana sicher eine, die das kann tragen kann, die auch kann oder sollte Unterschied ausmachen, weil sie ist rein fußballerisch gesprochen sicher
eine absolute Top-Spielerin, die IB hat. Und spielt da sicher auf einem Niveau, wo gewisse andere aus dem Team noch nicht sind. Oder vielleicht auch nicht werden sein. Aber genau dann, wenn du so viel Qualität besitzt, dann musst du wirklich die Rolle auch übernehmen, dass du in gewissen Spielen wirklich kannst den Unterschied ausmachen kannst. Und das, so rein objektiv betrachtet, klingt das im Moment nicht so, wie wahrscheinlich auch sie sich das vorstellt oder wie sich auch das IB vorstellt. Mhm. Und ja, es ist nicht jede Spielerin gleich gegeben, wie man mit dem Druck umgeht. Vielleicht ist es im Moment gerade auch ein bisschen zu viel auf das Mal. Es kann auch sein, dass das irgendwo durchhemmt. Aber ich bin gleich der Meinung, dass sie eigentlich die Fähigkeiten besitzt, um die Rolle wahrnehmen und um die Rolle auch können, ausspielen. Und darum ist sie sicher ein zentraler Punkt in dem Team, wenn es können funktionieren sollte, weil ich auf den Platz bringen muss. Und ja, man sieht jetzt auch in dem Spiel gegen Lugano, es funktioniert zwar vieles ganz gut, aber gerade in der Offensive fehlen eben die Inputs dann. Und wenn die Inputs fehlen gegen vorne, dann wird es extrem schwierig zum punkten. Weil man hat auf der anderen Seite genau das Gegenteil gesehen. Man hat dort mit der Maxuti, mit der Cara Cortin, hat man natürlich Spielerinnen, die die Inputs setzen und die sie dann eben auch in dem Spiel bringen. Und dann sieht man ganz klar, was das für einen Unterschied ausmacht. Wenn die Momente da sind, das sind ganz, ganz wenig. Und es braucht eigentlich auch nicht wahnsinnig viel. Es braucht vielleicht ein, zwei Momente, wo schnell umgeschaltet wird, wo der Ball in die Tiefe kommt, wo ein gewisser Überraschungsmoment da ist und wo man dann auch eine gewisse Abklärtheit besitzt, wie man beim zweiten Goal sieht, wo natürlich auch viel mit Selbstvertrauen zu tun hat. Wenn du schon 12 Goal vorher geschossen hast, dann fällt dir das natürlich auch leichter. Dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen an einem anderen Punkt, wo du dir das selber zutraust und sagst, ich kann das, ich ziehe durch und dann gehen die Goal auch rein. Aber wir sollten eigentlich wirklich versuchen, dort hinzukommen, dass man auch mit der Floriana wieder an dem Punkt ist, wo das auch wieder geht und die Selbstverständlichkeit auch wieder rum ist. Und dass auch sie, dass sie die Momente wieder kreieren kann. Und können dazu, das hat sie ohne Zweifel. Ganz klar. Und ihr Ziel sollte ja auch sein, auf Höhe Tiara Buser, Cara Cortin und so weiter zu mit dem Goal, oder? Das? Im Endeffekt. Ja. Oder wenn du dir sagst, ich bin so gut in dieser Liga, dass ich das kann anstreben kann. Das heisst, IB ist jetzt nur noch 7 Punkte vor Yverdon. Es wird enger, weil Yverdon einen Punkt geholt hat gegen Luzern. Luzern führt 1-0, Niki Remund schießt ein schönes Goal nach einem Eckball und dann... Anscheinend, ich bin belehrt worden, ist es nicht Niki Remund anscheinend Svenja Völmle, der das Goal gemacht hat. Falsch notiert worden. Ah. Das Video war so klein, er hat da wahrscheinlich noch eine grosse Lupe gebraucht, um dann zu schauen, das ist jetzt Svenja. Ja, 18 und 19 kann man sich vertuschen, ja, das ist so. Svenja Völmli schießt dann für ihr 5. Goal in irgendwie 8 Spielen in der Nazia. Immer noch grossartig. Schönes Goal von der Svenja. Nachher ein extrem blödes Gegengoal von Luzern. Also, nein, ich meine, ja, klar. Kann passieren, aber sie haben sich dort in der Defensive gegenseitig blöd angestellt. Es wird damit auch, dass der Ball, wo die Lina Brütsch zum Einwurf rausspielt, gar nicht dort hinsetzt, sondern einfach gegen vorne. Und dann kannst du nicht Einwurf machen und dann einfach zurücksäckeln. Du musst ja irgendwo den Raum abdecken, dass eben nicht in freien Raum eingeworfen wird. Und mehrere Fehler, die zu dem Gegengoal führen. Ich konnte den Match nicht schauen, ich konnte auch nicht aktiv mitlinsen, was passiert. Ich war dann gerade das Konzert am Spielen gesehen. Und irgendwann hat das Goal für Luzern angeblich, aber ist nicht gefallen. Ja, ich glaube, das Spiel ist sehr sinnbildlich für den momentanen Zustand, wo sich Luzern drin befindet. Die Ansätze sind sicher nicht schlecht, die Ansätze sind oft richtig. Auch in den letzten Spielen. Man kommt offensiv zu Chancen, das gehört immer wieder nach der letzten Partie. Man nutzt die Chancen nicht und stellt sich dann hin und wieder sehr, sehr umständlich an in der Defensive. Lässt dort
Kontermöglichkeiten, Chancen zu, die man eigentlich nicht zulassen sollte. Und kommt so eigentlich immer wieder zu sehr vermeidbaren Gegengol, wenn man das so möchte nennen. Und genau so gibt es dann eben auch, dass du dich so ein bisschen in dieser Spirale befindest, wo das Glück gerade nicht unbedingt auf deiner Seite ist, aber du vielleicht auch ein bisschen zu wenig machst, um es auf deine Seite zu zwingen. Ja, ich sage, ein Unentschieden gegen Iverdon ist sicher zu wenig für Luzern und entspricht sicher auch nicht dem, was man sich vorgestellt hat vor dieser Partie. Es bestätigt aber einmal mehr auch wieder so ein bisschen den Aufwärtstrend, den Iverdon im Moment zeigt. Sie sind sicher von der Moral her auf einem aufsteigenden Ast. Man hat jetzt wirklich in den letzten paar Runden können punkten, auch gegen Teams, wo man eigentlich müsste sagen, die sollten der Klasse besser sein wie Iverdon. Iverdon macht es nicht schlecht im Moment. Es sind nur noch 7 Punkte, wie du vorne gesagt hast, auf IB. Eine Direktbegegnung? Noch eine Direktbegegnung, dann wären es allenfalls 4 Punkte, wenn man dort einen Sieg davon tragen kann. Es könnte rein theoretisch noch mal spannend werden. Aber ja, ich sage zurück zu Luzern. Natürlich haben sie gewisse verletzungsbedingte Abwesenheiten, die natürlich schmerzlich sind. Jetzt noch mit der Melanie Müller, mit der Andrea Maria Egli im defensiven Zentrum, mit der Julia Hölsch in der Offensive. Natürlich sind das mit der Rahel Job, die fehlt. Ich meine, das sind natürlich Ausfälle, die schwer zu kompensieren sind in dieser Qualität. Aber trotzdem bin ich eigentlich der Meinung, dass Luzern immer noch ein Team beieinander hat, das absolut konkurrenzfähig ist. Aber dort fehlt auch, dort fehlt die Abklärtheit, vor allem nicht nur in der Offensive, sondern auch defensiv. Oder? Du musst abklärter sein. Und ich glaube, das ist das Manko, das sie momentan haben. Sei es jetzt im Torabschuss, aber eben dann auch im Defensivverhalten, dass da so Aussetzer ein, zwei Mal pro Partie eben nicht passieren. Und auf diesem Niveau werden halt die Aussetzer oft bestraft. Und das ist einfach, das muss man ganz klar sagen, wir sind hier in der höchsten Liga der Schweiz. Und die Aussetzer kannst du meistens einfach nicht erlauben, weil der Gegner, auch wenn sie vielleicht nicht ganz die gleiche Qualität besitzen, rein vom Kader her wie dein Team, aber so Einladungen nehmen die meisten dankend an. Genau, ich habe nicht frech sein vorhin, als ich gesagt habe, es ist ein blödes Goal, aber wenn man das Video anschaut, es ist ein Comedy of Errors, würde man im Film sagen. Es ist ein Fehler, der zum Fehler, zum Fehler, zum Fehler, zum Fehler führt. Und das wäre alles vermeidbar gewesen, wenn man am Anfang schon den Fehler nicht macht. Den ersten oder den zweiten nicht, spätestens den dritten nicht. Und so machst du es uns das Gleiche im Spiel gegen Servet. Ja. Wo ich von allen Seiten höre, auch von Leuten, die nicht beteiligt sind, also nicht im Team. Luzern macht eine riesen Partie, verliert aber 2-0. Und beide Goal vermeidbar. Ja. Fehler, die zu Fehler führen. Und das musst du eben können unterlassen, musst du eigentlich können aufhören mit dem. Und das haben sie im Moment, die Abklärtheit nicht, wo sie aber schon hatten. Weil ich habe sie schon so viel Mal gesehen. Ich weiss, sie haben das. Ja. Ich weiss, genau die gleichen 4 oder 5 Leute, die involviert sind, können das auch sauber ausspielen. Es ist einfach im Moment gerade ein bisschen ein Fluch über Luzern. Doppelten Fluch über Luzern ist es, weil Servet hat verloren. 3-0 geht sie, ähnlich wie Iverdon, auf einem Aufwärtstrend, schon wieder 3 Punkte. Das hat GC sicher in die Karte gespielt, dass sie jetzt seit irgendwie 2 Monaten immer daheim spielen. Ich meine, ich bin alleine 4-5 Mal nacheinander im Niederhasli gewesen, jetzt haben sie schon wieder gespielt im Niederhasli. Das ist natürlich gäbig, wenn du dich selber am Finden bist und irgendwie fast 7 Wochen kannst du daheim spielen, oder? Und so findest du eben deine Stimme, dein Team und so haben sie sich gefunden. Das Goal schön rausgespielt, verdient. Sie gewinnen 3-0 gegen Servet. Das hat man auch nicht unbedingt erwartet, gell? Nein, ich sage, das ist ähnlich wie bei Iverdon auch. Mir hat sie vor ein paar Wochen das eigentlich nicht zutraut, dass sie das können und dass sie das auch so. Ich sage jetzt nicht glücklich 1-0 gewinnen gegen Servet, sondern wirklich super rausspielen, ganz klar mit 3-0 gewinnen, sehr abgeklärt sind, schöne Spielzüge in der Offensive zeigen. Aber es zeigt einmal mehr auch, dass du eigentlich mit dem Team und den Ressourcen, die dir gegeben sind, auch viel kannst erreichen, wenn du richtig damit schaffst. Weil es ist nicht
so, dass wir ein GC sind, wo 5-6 Neuzugänge hat und man sagt jetzt, okay, das macht jetzt den grossen Qualitätsunterschied zu vor zwei Monaten aus, sondern es sind die gleichen Leute. Aber man sieht, es fruchtet, wie wir arbeiten anscheinend unter dem neuen Trainerstaff. Ja, und es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass auch ein Team, das so in der Krise gesteckt ist, grundsätzlich, wenn man das anschaut, vor allem nach der Hinrunde, gleich auch die Moral beweist, um sich selber dort rauszuziehen und dass man auch wirklich zurückfindet auf die Siegerstrasse und dass man zurückfindet zu einem positiven Weg. Und ich sage, GC, so wie sie im Moment auftreten, traue ich ihnen alles zu. Traue ich ihnen auch ganz viel zu jetzt noch für die letzten Runden, dass sie Zürich schlagen könnten. Sie haben schon gegen Zürich unentschieden gespielt, zum Beispiel. Aber wenn sie so auftreten wie im Moment und den Aufwärtstrend auch fortsetzen können, dann sind sie sicher konkurrenzfähig mit fast jedem Team in dieser Liga. Und man hat es jetzt auch gesehen, Servet spielt absolut keine schlechte Saison. Servet hat viel Qualität. Er hat sicher auch genug Selbstvertrauen, als Aufsteiger so eine Saison zu spielen. Von dem her muss das GC sicher höher anrechnen, dass sie so klar gegen einen Gegner, der mit viel Qualität und mit viel Selbstvertrauen auch auf Zürich reist, dass sie so eine Saison da können ausspielen. Wie würdest du das einschätzen, aber die Kalendersache? Wenn du fast 2 Monate daheim spielst, meine Stoff für den nachher die 2 Monate, wird auswärts wirst sein, aber bringt es etwas? Kann das helfen? Ist es sogar eigentlich ein Nachteil? Oder? Nein, sage grundsätzlich ist natürlich in den meisten Fällen ein Vorteil, wenn du daheim spielen kannst, weil du spielst auf einem Platz, wo du auch kannst drauf trainieren. Du spielst auf einem Platz, wo du Gegebenheiten eigentlich sehr gut kennst. Und oft ist es ja so, dass man sich auf seinem Heimplatz am wohlsten fühlt. Sicher ein Platz, wo ihnen Karte spielt, weil sie doch auch ein paar Spielerinnen gerade im zentralen Mittelfeld haben, die eher technisch ihre Stärken haben. Das ist ein Platz, wo natürlich dem entgegenkommt. Und ja, vor allem auch gerade, wenn du dir auf deinem Heimplatz in deiner Heimstätte so ein bisschen den Positivlauf hast können erarbeiten, ist es natürlich auch von Vorteil, wenn du das auch gerade dort kannst weitersetzen. Und es schadet dem Selbstvertrauen sicher nicht, wenn du kannst daheim spielen, wo du gute Leistungen gezeigt hast und ja, wenn du dort bist, wo du dich auskennst und wo du dich wohlfühlst. Ich meine, es wird extrem spannend sein zum Verfolgen, wie sie sich dann auswärts werden wieder schlagen, ob sie das dort können aufrechterhalten oder ob es wirklich auch viel damit zusammenhängt, dass sie können daheim auf ihrem Heimplatz spielen. Aber ist sicher für die Situation, wo sich GC drin befunden hat, ist es wahnsinnig ein guter Zeitpunkt gewesen, dass sie so viel Heimmatch bestritten konnten. Und wenn sie jetzt schaffen, den Schwung, den sie sich erarbeitet haben, eben auch auswärts mitzunehmen, dann glaube ich, geht der Lauf auch so weiter. Ja, wir sind gespannt. GC hat mittlerweile 24 Punkte. Wer hätte das gedacht? Sie sind ganz klar Sechste, aber 4 Punkte von Basel weg, 6 Punkte von Luzern weg und Servette. Das heisst, ein Drittplatz liegt sicher noch drin. Ich denke, die 14 Punkte zu Lugano wahrscheinlich schwierig zum aufholen. Das letzte Match, das wir ansprechen müssen, wäre eben, wenn Lugano nicht gewonnen hat, wäre es der erste Matchball für Zürich. Jetzt hat sich das in die Zukunft verschoben. Die Meisterschaft für Zürich. Unter anderem auch, weil Zürich in Basel 2-0 verliert. Match habe ich nicht gesehen. Ich weiss, dass Basel in Führung geht, durch Tiara Buser, wer auch sonst. Und nachher kann Basel, das haben wir schon manchmal darüber geredet, Basel weiss, wie Räume zu machen, Basel weiss, wie spielen. Basel ist auch das erste Team, wo Zürich wirklich in Bedrängnis gebracht hat, mal daheim in Basel. Das 3-2, wo Zürich dann über Standards noch mag entscheiden am Schluss. Knappe Sache. Zürich hat dann 2-3 andere Matches gehabt, wo dann knapp geworden sind. Und dann das erste Mal Punkte verloren gegen GC. Jetzt verlieren sie das erste Mal gar keinen Punkt für Zürich. Dann, wenn man eigentlich hätte können, hoffen, dass man schon Meister wird, vielleicht eine Wende in dieser Liga? Ja, ich denke,
in der Meisterschaftsfrage, du, passiert da nichts mehr. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, Zürich wird sicher Meister. Frage ist jetzt einfach nur noch, wie souverän, dass sie das machen. Und wenn, genau. Und wenn. Es ist, wenn man Zürich anschaut und die Match, die wir auch von Zürich gesehen haben, muss ich sagen, ist es eigentlich absehbar gewesen, dass das früher oder später mal so wird müssen rauskommen. Mhm. Wir haben das oft auch schon gesagt, das hat oft den Anschein gemacht, zumindest als neutraler Zuschauer, dass Zürich nicht wirklich 100% muss geben in den meisten Partien. Dass es reicht, wenn man sich darauf beschränkt, nur 80% der Leistung zu zeigen. Und dann, wenn es mal brenzlig wird, dass man dann ein bisschen mehr investiert und dann oft das Spiel auch so nachher können entscheiden. Aber es hat ab und zu so Partien gegeben, wo eher noch knapp geworden sind. Mhm. Und wo so oft eben durch Standards oder durch Einzelleistungen dann noch entschieden worden ist zugunsten von Zürich. Und ich bin der Meinung, wenn du so viel Qualität in deinem Team hast, und es ist unabstrittbar, sie haben das beste Kader in dieser Liga. Vor allem auch in der Breite. Und ja, ich weiss nicht, ob das vielleicht sich irgendwann ein bisschen einschleicht, so ein bisschen auch in den Köpfen, dass du sagst, okay, schau, wir haben bis jetzt ein einziges Mal zwei Punkte abgegeben, sonst haben wir alles gewonnen. Es geht eigentlich relativ ring, wir müssen nicht voll. Wir sind eigentlich schon ziemlich klar Meister, aber wenn wir es offiziell schwarz auf weiß noch nicht sind. Aber da passiert eigentlich nicht mehr viel. Dass sich das vielleicht dann so ein bisschen einschleicht, dass dann eben so ein bisschen die Konzentration nicht mehr ganz so hoch ist, dass der Wille auch nicht mehr ganz so konsequent ist und zu 100% vorhanden, dass du wirklich rigoros, konsequent alles gibst in einem Spiel. Und dass vielleicht auch die Freude am Gewinnen nicht mehr ganz so extrem vorhanden ist, weil es eigentlich Alltag ist. Und darum bin ich der Meinung, so wie die Saison jetzt bis jetzt verlaufen ist und dass vieles für Zürich gelaufen ist auch in dieser Saison, dass das eigentlich schon eher vorhersehbar war, dass irgendwann mal ein Gegner kommt, wo wirklich sich alles aus sich herausholt, wo unbedingt möchte gewinnen möchte und wo auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis hat zum Gewinnen an und für sich wie Zürich. Und dass man ihnen wehtun kann, hat man schon jemanden gesehen. Dass es Momentaufnahmen gibt, wo man Zürich wirklich wehtun kann, auch mit Gegengoals, haben wir ab und zu schon gesehen. Mhm. Und ich sage, Basel ist, wie auch GC, wie auch Ivel da, hat absolut einen Sprung vorwärts gemacht in der laufenden Saison, hat sich gefunden, ist auf einem positiven Weg, wo sie sich weiterentwickelt haben. Und sie haben auch in der Offensive, gerade mit der Tiara Busa, natürlich eine Personalie, die immer gefährlich wird, egal was für ein Gegner das auf dem Platz steht. Genau, Basel im Grundspiel auf Basel sehr gut. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch Zürich weh gemacht. Jetzt, als ich den Match nicht gesehen habe, denke ich, das wird wahrscheinlich der Schlüssel gewesen sein. Dass sie sich halt auch wohlfühlen, manchmal ohne Ball zu spielen, dass aber wenn sie den Ball haben, dann gut lassen, lassen zirkulieren, dass sie gut können, Dreien schieben, eigentlich die Grundlagenarbeit, die eben am Anfang gefällt hat, dann immer mehr gekommen ist. Das kann Zürich natürlich ein bisschen schocken, was sich halt gewohnt ist, ein bisschen weniger müssen zu machen in dieser Hinsicht. Man muss natürlich das Ganze auch so anschauen. Du hast jetzt gesagt, ja, vielleicht ruht man sich in Zürich ein bisschen mehr aus und so weiter. Mir wird immer gesagt, dass es nicht so ist. Die Spielerinnen in den Interviews sagen, dass der Andy Lattner sagt, das ganz bestimmt, dass er noch nichts gewonnen hat und dass er bis zum Schluss Einsatz sehen will. Aber ja, eine Sache ist, wir wollen und dann, wir führen ja. Denkst du, das Argument Nationalmannschaft zieht bei Zürich? Im Endeffekt hat Zürich mehrere Nationalspielerinnen im Einsatz gehabt, jetzt sowohl in der ersten, in der A-Nazi, als auch in der U19. Miriam Terschun verletzt sich auch in diesem Match, wird eingewechselt und dann wieder ausgewechselt. Denkst du, Nationalmannschaft, Müdigkeit von ihren Spielerinnen ist das Thema? In der Startaufstellung sind, glaube ich, zwei gewesen, die in der Nazi gespielt haben. Die Kumbasso und Sondrin Moron. Nein, Nomi Megro. Und Sondrin Moron, glaube ich, vielleicht drei. Ich sage grundsätzlich,
ist das ja keine neue Situation für Zürich. Wir haben Nationalmannschaftszusammenzüge immer wieder über das Jahr verteilt. Es war jetzt nicht so, dass man sich hier im letzten Nazi-Zusammenzug in einem Trainingslager befunden hat, wo wirklich viel Vorbereitung, also ja, wo viel konditionell geschaffen worden ist. Natürlich sind es zwei Matches mehr, wie andere dabei hatten. Das ist so, aber ich sage eben grundsätzlich, es ist nicht so, dass man die komplette Startaufstellung von Zürich in diesen Matches gesehen hat. Es sind zwei, drei Personale, die von Anfang an gespielt haben, die in der Nazi zum Einsatz gekommen sind, aber auch nicht über 2x90 Minuten. Also ich sage, grundsätzlich sollte das eigentlich nicht unbedingt das Argument sein, wo so entscheidend ist, dass es alles erklären würde. Es kann sicher einen Einfluss haben, dass gewisse Spielerinnen nicht mehr ganz so frisch sind wie bei Basel zum Beispiel, wo du die Doppelbelastung nicht hast. Ja, Basel hat zwar auch 3-4 Nationalspielerinnen. Ja, aber ich sage, Zürich oder, hat natürlich auch noch viele junge Spielerinnen, die in der U19 und so unterwegs sind. Und ja, man kann sicher sagen, oder man kann sicher versuchen... Darf ich noch unterbrechen? Nur einfach, weil ich gerade am Rechnen bin. Der Startaufstellung von Basel hat genau gleich von der Nazi gespielt, Ciara Buser. Ja. Kike Sundov für Kroatien. Gianna Brunner für die Schweiz auch. Und Nadine Böhni war einfach der Nazi, nicht gespielt, aber ja. Also, und die Fiona Sturgis, die noch eingewechselt worden ist, die war auch in der U19 Nazi. Und ja, gleich viele Leute eigentlich. Und allfällige andere, die Vanessa Hotti, ich weiß nicht, ob sie für Mazedonien gespielt hat. Ich weiß nicht, ob Madison Solov für ein anderes Land gespielt hat. Aber in dem Fall eigentlich ist das Argument nichtig. Ja. Tut mir leid, ja. Aber ja. Ja, eben, dann können wir das Argument eigentlich beiseite schieben, weil ja eigentlich auch okay ist, weil man sieht wirklich, dass das grundsätzlich eigentlich nicht so einen grossen Einfluss darauf hat. Mhm. Und ich meine, die restlichen Spielerinnen sind natürlich nicht in der Nationalmannschaft gewesen, aber haben ja in dieser Zeit gleich auch trainiert. Mhm. Und darum bin ich schon der Meinung, dass das im Großen und Ganzen vielleicht kein Argument sein, dass man sagt, okay, in der Saison haben die Spielerinnen, die wirklich regelmäßig in der Nazi sind, doch ein bisschen mehr dabei, okay. Aber gerade in so einem Spiel, wo wir jetzt eben schön ausgerechnet haben, dass es eigentlich sehr ausgeglichen war auf beiden Seiten, ist das nicht das, was so ein Spiel entscheidet. Und ich glaube schon, dass es in so einem Spiel viel um die Einstellung geht. Weil, wenn man es ganz sachlich anschaut, müsste eigentlich Zürich das Spiel ganz klar gewinnen, weil sie definitiv noch mal ein Stück mehr Qualität auch haben in ihrem Team, wo sie auf dem Platz stehen haben. Und es ist ja nicht so, dass sie mit einer B-Mannschaft auftreten wären, wo man jetzt kann sagen, okay, es sind vielleicht ein bisschen unerfahrene Spielerinnen oder wir haben junge Spielerinnen dabei gehabt, die sich das nicht gewöhnt sind. Oder also die Argumente sind alle nicht und darum ist es für mich eigentlich eher so einzuschätzen, dass irgendwo an der Einstellung nicht ganz gestimmt hat und dass man vielleicht auch Basel ein Stück weit ein bisschen unterschätzt hat und dass Basel aber auch sicher gute Arbeit leistet. Und ich sage, man darf so einen Sieg von Basel nicht nur auf Zürich abwälzen, dass bei ihnen nicht gestimmt hat, sondern es spricht ja dafür, dass Basel ganz vieles richtig macht und auf einem sehr guten und positiven Weg ist. Und wie du vorhin auch gesagt hast, die Grundlagenarbeit, dass die gemacht wird und dass man das auch gerade in so einem Spiel sieht. Genau, Basel hat einen grossen Sprung gemacht, wenn man bedenkt, dass sie doch viele professionelle Spielerinnen müssen gehen müssen, die in den letzten Saisons doch viel Gewicht getragen haben in diesem Team. Basel trotzdem überraschend, aber man hat gemeint, wenn jemand Zürich besiegt, dann ist es wahrscheinlich Basel oder im Moment gibt es Luzern, Servette und Lugano scheinen gegen Zürich ein bisschen Ladenhemmung zu haben, irgendwo durch. Das gibt uns natürlich auf der Tabelle eine ganz neue Situation. Zürich hat 55 Punkte, das sind nur noch 17 vor Lugano. Das heisst, dass Zürich auch nächstes Mal noch nicht Meister wird. Es hat Lugano verloren, was wir aber wieder nicht davon ausgehen, weil Lugano spielt gegen Iverdon daheim. Da wäre eben selbst bei einem Sieg von Zürich wären es immer noch 18 Punkte im Spiel und der Abstand wäre immer noch 17. Und Zürich wird Meister, das ist klar. Dann kommt Lugano, der jetzt, glaube ich, ziemlich sicher der Zweite ist. Luzern hätte jetzt gewinnen müssen, um nochmal um den zweiten Platz zu reden. Das wäre genau das Gleiche.
Lugano hat 38 Punkte, Servette und Luzern haben beide 30. Servette den Match weniger, aber ich denke, auch dann wird es sehr schwierig, die 8-Punkte-Rückstand aufrechtzuerhalten. Basel ist jetzt ganz klar auf dem dritten Platz, weil sie haben 28 Punkte und es hoch, nachdem sie Zürich besiegt haben. Gietz ist einfach froh, dass wir unterwegs sind und dass es gerade läuft. Mit 24 Punkten sind sie jetzt eigentlich recht sicher auf dem 6. Platz mindestens. Können auch vielleicht noch spekulieren darauf, dass sie vielleicht Luzern oder Servette oder Basel können holen. Dann kommt IB mit 18 Punkten. Die brauchen dringend Punkte. Allgemein auch nur für Sego. Und Iver noch hat 11 Punkte. Jetzt können sie einfach träumen. 7 Punkte. Mit einer direkten Begegnung gegen IB. Vielleicht, ist doch ausmöglich. Vielleicht liegt noch etwas drin. Mal schauen, was passiert. Wer ganz klar Meister geworden ist, das ist der BSC Young Boys bei den Herren. Reden wir noch ganz schnell über das. Die Schweizer Liga, wir haben gehofft, dass sie wird spannender, dass wir einfach den Kopf austauschen. Ich glaube, die Barrage ist das Spannendste, was wir jetzt noch haben. Zum Glück haben wir die wieder eingeführt. IB zieht durch eine grossartige Saison von den Young Boys, oder? Ja, definitiv. Es war eine brutale Dominanz in dieser Saison, einmal mehr. Sie haben ganz klar gezeigt, dass sie eben auch mental nicht abgehängt haben. Und dass man auch durch das, dass man selber eben auch wirklich durchgezogen hat, dass man auch im FC Basel, der nach Startschwierigkeiten dann schon etwas besser eigentlich, in die Meisterschaft gekommen ist, dass man ihnen auch gar nicht die Chance gegeben hat, dass man wirklich noch mal eine gewisse Spannung zulässt. Also ist ganz klar verdient. IB ist mit Abstand das beste Team in der Super League. Da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Ich bin der Meinung, sie spielen sehr einen ansehnlichen und sehr attraktiven Fußball auch. Weil sie sehr doch, positiv. Ja, und auch sehr offensiv ausgerichtet sind. Gerade für die Zuschauer bietet das extrem viel. Ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn ein Team mit offensiv zelebriertem Fußball Meister wird und nicht mit. Ich bin kein Fan von Mauern, ich bin kein Fan von hinten reinstehen und sehr einem defensiv ausgerichteten Spielverhalten. Darum mag ich sie von Herzen gönnen. Sind sicherlich mehr wie verdient. Also ich glaube, da sprechen die Zahlen absolut eine eigene Sprache. Und es ist glasklar, dass sie die einzigen Anwärter wirklich auf den Titel waren. Ich bin gespannt, wie es jetzt auch dort in der Super League bei den Männern jetzt zum Beispiel nächste Saison aussieht. Ob es Basel schafft, wieder den Anschluss zu finden an IB oder ob IB wirklich einfach so durchzieht. Und sicherlich auch ein bisschen darauf an, welche Spieler dass sie gehen müssen, welche dass sie halten können. Aber ja, spannend ist sicher nur der Abstiegskampf. Genau, ich habe am Wochenende eben mehrere Gespräche dazu geführt. Ich habe gedacht, ich klinke dich mal da ein. IB wird Spieler Logames. Ich denke, Kevin Babu hat seinen letzten Titel für IB gefeiert. Ich persönlich hoffe natürlich, dass die Gerüchte wahr sind, dass er sich wirklich überlegt, zu Benfica Lissabon zu wechseln. Falls das nicht der Fall ist, ja, Pech. Er soll irgendwo hin, wo er spielt. Ja. Er soll spielen. Wir brauchen den Babu in der Nazi. Das haben wir gesehen in den letzten paar Matches. In meinem Interview mit dem Loris Benito sagte Loris Benito ganz klar, ich suche eine andere Herausforderung. Aber falls ich nichts finde, wäre ich froh, wenn ich bleiben kann. Das heisst, Benito wird wahrscheinlich auch verlieren. Der Seku Sanogo haben sie schon verloren, aber für den haben sie jetzt Fabian Lustenberger, der zurückkommt. Das ist, glaube ich, gut 1-1 Ersatz. Ich denke, die grösste Figur, die wirklich. Bei dem Babu ist übermässig gut. Du musst nicht immer so einen überragenden Spieler haben, um den zu gewinnen. Der Benito ist ein guter Fußballer, aber ich glaube, den kann man auch ersetzen. Ich denke, der wichtigste Wechsel wird sein. Sie verlieren Steve von Bergen. Viele Leute sagen, der kann nichts, aber das ist nicht wahr. Steve von Bergen war extrem wichtig in den letzten Jahren bei IB, vor allem für die Titel. Er hat eine Raumbeherrschung wie wenige andere Innenverteidiger in der Schweiz. Ich habe lang gefunden, unter anderem auch jetzt für die WM, dass der von Bergen eigentlich auch hat können Platz haben in dem Nationalkader. Statt ist einem Johann Juru nicht nachgestanden oder einem Team Klose, der in der zweiten englischen Liga spielt. Gibt es irgendjemanden in der Sphäre Schweizer Fußball, wo du denkst, wo man wieder von Bergen aus dem Ausland zurückholen,
der dann die Rolle weiterverkörpern kann. Weil ohne so jemanden habe ich das Gefühl, wird es für ihn sehr schwierig. Also ich glaube, wir haben jetzt sicher mal einen ersten Schritt auf dem Weg hat man gemacht, indem dass der Fabian Lustenberger zurückkommt, aus der Bundesliga zurück in die Schweiz. Ich sage, Pirmin Schwegler wäre sicher auch eine Option, wo man in die Richtung gehen könnte. Es sind beide Spieler, die schon lange in der Bundesliga sind, die auch schon ein gewisses Alter erreicht haben. Bei Pirmin Schwegler bin ich auch nicht ganz sicher, ob er wirklich bleiben bei Hannover, weil sie doch im Abstiegskampf stecken. Ich weiß auch nicht, wie sein Weg denn wird aussehen, wenn jetzt Hannover wirklich absteigen aus der Bundesliga, die zweite Bundesliga. Ob er allenfalls den Wechsel zurück in die Schweiz auch würde, in Betracht ziehen. Aber es wäre sicher ein Spieler, den ich mir so ein bisschen richtig vorstellen könnte, der sicher auch von seiner Qualität her und von seiner Erfahrung her einen Weg von Stephen Bergen gehen könnte. Und wo gerade auch in der Schweizer Liga sicher noch ein gewisses Maß an Qualität darauf auf noch mitbringt, zusätzlich zu der ganzen Erfahrung. Sonst im Moment, was die Schweizer Spieler im Ausland anbelangt, habe ich das Gefühl, haben wir nicht ganz so viel, die diesen Weg gerade nächstens einschlagen könnten. Wir haben viele junge Spieler im Ausland, die aufstrebend, auf dem aufstrebenden Ast sind. Ein Tim Klose scheint sich zumindest sehr wohl zu fühlen in England. Darum habe ich das Gefühl, er wird diesen Weg wahrscheinlich zurück im Moment auch gerade noch nicht gehen. Ein Johann Tschur ist immer wieder ein grosses Fragezeichen. Für mich scheint es zumindest so, dass er in den letzten Jahren nie wirklich glücklich geworden ist in den Stationen, die er noch hatte. Er hat ja jetzt auch pausiert seit dem Winter. Wäre vielleicht auch eine Option, wo man allenfalls zurückholen könnte. Hier munkelt man eben, dass er entweder zu Basel geht oder zum Westschweizer, der jetzt am Aufsteigen ist. Servet. Oder wer ist jetzt oben in der Nazi in der Challenge League? Ich glaube, Servet ist und munkelt man auch als Genfer, oder? Ja. Oder zu Lausanne, falls Lausanne aufsteigen würde. Also. Ja, was vielleicht auch ein Thema wird sein, ich glaube jetzt noch nicht für diesen Sommer, aber vielleicht so nächsten Sommer eventuell ist ein Lichtsteiner. Ist auch nicht mehr der jüngste Spieler, sage ich jetzt einmal. Kommt bei Arsenal immer mal wieder zum Einsatz, hat vor allem in der Europa League ab und zu seine Einsätze gehabt. Im Moment aber auch nicht wirklich viele Einsatzminuten. Und ist sicher auch ein Spieler, der sich dann wird müssen fragen, okay, was möchte ich noch? Möchte ich einfach bei einem grossen Verein sein, dass es vom Geld her stimmt, dass es vom Namen her stimmt? Oder möchte ich wirklich noch mal ein, zwei Saison wirklich spielen und eine wichtige, trägende Rolle in einem Verein sein, in einer Mannschaft? Ich glaube, das sind so ein bisschen die Spieler, die so könnten im Raum stehen für diese Option. Ich denke auch, bei einem Stefan Lichtsteiner ist ja ein Wechsel von Juventus in die Schweiz nicht in Frage gekommen, weil er gesagt hat, auf halbpatzigem Niveau will er nicht shooten. Verstehe ich völlig, er ist sich etwas anderes gewohnt. Selbst wenn man als Fußballer in der Schweiz recht gemütlich kann Fußball spielen und es recht gut ist. Das Leben ist auch wirklich professionalisiert, alles, muss man sich keine Sorgen machen. Wenn du natürlich bei Juventus gespielt hast, jahrelang, willst du etwas anderes. Ich denke auch, all die Personalien, die du ansprichst, sind das Thema. Sonst würde ich mir auf Seite eBay vielleicht das Augenmerk Richtung international erfahrene Spieler machen, dass ich irgendwo halt einen Steve Vornberger mit einer anderen Nationalität hole, also irgendwo einen erfahrenen Innenverteidiger, der sich in der Schweiz so langsam zur Ruhe setzt. Allein erstens eben, weil du brauchst einen Abwehrpatron. Ich habe das Gefühl, dass die jungen Abwehrspieler bei eBay das noch nicht so im Griff haben. Und zweitens, für international, wenn du Champions League spielen willst, und das ist das Ziel von eben, dann brauchst du jemanden, der auch ein bisschen Ahnung hat, weil internationale Erfahrung ist eben mehr wert, als man eigentlich meint. Und zum Schluss muss ich auch einfach sagen, die Schweiz ist sehr attraktiv für einen älteren Fußballer, der doch auch nebenbei jetzt anderes Zeugs anfängt zu machen, der doch ein bisschen Geld mitbringt. Und da kann er sich eben schon überlegen, aber in der Schweiz nicht den tieferen Steuersatz zahlt, als überall sonst mit dem Spitzensteuersatz. Also ich würde auf Seite mir das überlegen, ob ich nicht irgendwo so eine Lösung finde. Das war unser kurzer Abstecher zu den Herren. Jetzt gehen wir zurück zu den Frauen. Zuerst noch schnell Cup-Final. Wir haben über beide Teams geredet. Wir wissen, das ist IB gegen Zürich. Ich glaube, IB hat Heimrecht. Ist egal. Das ist in Biel.
alle kommen. Es hat keinen Vorverkauf, das heisst, ihr müsst einfach genug früh kommen, um dort vor Ort Tickets zu kaufen. Es ist blöd, dass es keinen Vorverkauf hat. Ich hoffe, es ist gut Wetter. Kommen alle vorbei. Am 4 Uhr geht es los, am Samstag, Ostersamstag. Die Niederlage von Zürich. Kann das IB beflügeln? Oder? Ja, ich denke, es sollte ein sehr positives Zeichen ausstrahlen für IB, weil sie sehen, es ist machbar. Es ist machbar. Bis jetzt hat man das diese Saison noch nicht gefühlt, dass man Zürich schlagen kann. Man hat zwar gesehen, dass GC immerhin mal ein Unentschieden abluchsen konnte, aber wirklich gesehen, dass man Zürich besiegen hat man diese Saison noch nicht. Und ich glaube, es ist vom Zeitpunkt her für IB keinen besseren Zeitpunkt geben. Es ist gerade das Wochenende vor dem Cup-Final. Man sieht, dass Basel, wo man eigentlich, wenn man einen guten Tag für bei IB sicher kann auf Augenhöhe von Basel mitreden, rein fußballerisch. Man sieht, dass diese Mannschaft gegen Zürich gewinnen kann. Und es sendet sicher ein sehr positives Zeichen aus für IB. Und sie müssen es aber auch so auslegen. Und sie müssen das wirklich auch die Niederlage von Zürich als Chance werten und sich wirklich auch insofern mental auf das einstellen, dass sie sagen, okay, mal, wir haben eine realistische Chance, um das Spiel zu gewinnen. Und gerade für IB wird das ein extrem wichtiges Spiel sein, weil sie eigentlich mit einem Sieg, mit einem allfälligen Sieg am Samstag, können sie ganz vieles wettmachen, weil diese Saison nicht so rund gelaufen ist. Und darum denke ich auch, dass IB sicher hungriger wird sein am Samstag wie Zürich. Für Zürich wäre es ein Titel mehr. Für IB wäre es seit langem wieder mal ein Titel. Und ich glaube, sie würden wahnsinnig gerne wieder mal einen Titel zurück nach Bern holen, gerade auch jetzt, wo die Männer auch einen Titel zum Feiern haben. Ja, Zürich ist so ein Fragezeichen für mich. Ich sage, rein objektiv betrachtet liegen die Vorteile bei Zürich, rein fußballerisch. Aber es kommt jetzt natürlich extrem darauf an, was Zürich jetzt aus dieser Niederlage gegen Basel macht. Ob sie das wirklich auch als neuen Input, als Motivator sehen, dass sie sagen, okay, jetzt wollen wir erst recht, oder ob das so ein bisschen eher in ein negatives Denken hineingeht, kann ich von außen nicht so beurteilen. Aber ich sage, die Grundlage ist sicher jetzt spannender, wie wir das eigentlich uns vorgestellt haben. Also zumindest von meiner Sicht aus ist es jetzt definitiv spannender, wie noch vor zwei, drei Wochen, wo ich gesagt habe, ja gut, nein, also Zürich wird das Spiel meiner Meinung nach sehr klar gewinnen. Jetzt sieht die Ausgangslage ein bisschen anders aus und bin ich wahnsinnig gespannt, was am Samstag passieren wird. Und ich hoffe einfach auf ein wahnsinnig unterhaltsames und auch qualitativ gutes Fußballspiel, wo der Frauenfußball dementsprechend auch vertreten und auch den Leuten einmal mehr zeigt, dass man guten Fußball spielt in der Schweiz, auch bei den Frauen auf diesem Niveau. Und dass es sich auch lohnt, um das Spiel zu schauen. Genau, es ist wichtig, weil es ist ein Werbespiel. Es ist das einzige, das SRF live im Fernsehen zeigt. Ich bin gespannt, werde ich das mal nicht alleine sein bei den Interviews und werde die SRF-Kollegen live vor Ort kommentieren oder im Studio, ich denke live vor Ort, so wie ich das gesehen habe. Hoffentlich. Ich bin sehr gespannt, wer den Cup gewinnt. Ich sehe es wie du. Tendenziell auf dem Papier sollte Zürich eigentlich vorne mitspielen, aber es ist ein Cup. Es geht nur 90 Minuten oder 120, es kann etwas passieren. Gehen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Die Schweizer Nazi hat ja gespielt, es kommt einem vor wie vor Ewigkeiten. Aber es war erst gerade in Winterthur, gut besetzt. Die Schweiz spielt gegen die Slowakei. Die Slowakei ein ganz anderer Gegner aus. Als Finnland viel aktiver, sehr physisch, versucht etwas zu reissen, kann auch etwas reissen, aber die Schweiz in dem Moment, wo sie verteidigen mussten, doch souverän gewesen. Und nachher natürlich mit dem einen Goal von der Geraldine Reutler, ein momentaner Geniestreich von der Vanessa Bernauer und nachher von der Geraldine, wo zum Sieg von der Schweiz führt. Punkt, also Sieg, 3 Punkte wären es gewesen, das ist ein Freundschaftsspiel. Viel Gutes für positive Sachen. Der Seitenwechsel von der Geraldine Reutler mit der Alicia Lehmann sicher sehr positiv. Aber die gleichen Grundprobleme wie immer. Wie hast du das Ganze erlebt? Ja, es geht eigentlich so ein bisschen das rein, was man jetzt auch schon gegen Finnland sieht. Wenn man es vergleicht zum Algarve Cup, ist man sicher
ist man besser unterwegs. Es funktioniert mehr wie jetzt der erste Auftritt unter dem Nils Nielsen. So Schritt für Schritt findet man ein bisschen zum System, wo man mitspielen möchte. Man hat das Gefühl, eigentlich, wenn man das Spiel chronologisch anschaut, ist jedes Mal ein bisschen etwas besser als das letzte Mal, was schon mal sehr eine positive Grundlage ist, meiner Meinung nach. Aber es ist schon noch nicht dort, wie man sich das als Zuschauer eigentlich wünscht oder dort, wo man gerne möchte, dass die Schweizer Nazi ist. Vor allem auch, wenn man weiss, dass sie grundsätzlich zu mehr fähig wären als das, was sie bis jetzt gezeigt haben. Es stimmt mir aber zuversichtlich, eben, wenn man so ein bisschen den Weg anschaut und dass es wirklich jedes Mal ein Stückchen besser wird, dass man gewisse Sachen von Spiel zu Spiel kann korrigieren kann, dass man ja, jetzt zumindest wieder mal auch ein Goal aus dem Spiel raus können erzielen jetzt in dem Spiel und da auch sieht, dass man wirklich individuell auch sehr herausragende Qualitäten besitzt. Man sieht auch, dass der Schweiz das ein bisschen besser liegt, wenn man einen Gegner hat, der mitspielt. Wenn man nicht nur kreieren muss, sondern auch durch das Mitspielen des Gegners so auch mehr Räume zur Verfügung hat, gerade auch in der Offensivbewegung. Ja, man hat einmal mehr ein bisschen Ausprobieren gesehen vom Nils Nielsen. Wir haben mit der Viola Caligaris, die auf einer ganz anderen Position gespielt hat, wie man sie normalerweise kennt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Lösung wird sein, die dauerhaft ist. Das kann ich mir eher schlecht vorstellen. Nicht, weil sie es nicht könnte, aber ich glaube doch, dass sie ihre Qualität eher im offensiveren Bereich hat, wie jetzt wirklich in der Innenverteidigung oder zumindest in der Innenverteidigung gewisse Qualität dafür nicht so zum Zug kommen. Wie sie sie auf einer anderen Position können ausspielen. Darum, ich sage grundsätzlich, bin ich nicht unzufrieden mit dem Spiel, bin auch nicht unzufrieden mit der Entwicklung, die die Schweizer Nazi macht, aber bin ganz klar der Meinung, dass wenn man die EM-Quali ab dem Herbst super und dominant durchziehen, dann muss man schon noch mal bis dahin, in den paar Monaten, wo es jetzt noch bleibt, muss man noch mal einen Schritt vorwärts machen. Ganz klar. Also für mich ist, wenn wir es jetzt auseinandernehmen, im Goal ist Gael Thalmann gesetzt, macht 75. Länderspiel, super. Dann, du hast drei Viertel vom Team ist gesetzt. Du weißt, was passiert, du weißt, was los ist. Wir wissen jetzt, er will Noel über 18 laufen. Ich finde, das ist nach wie vor nicht die Lösung. Ich hätte gerne Thais Hurni gesehen. Sie hat sich ganz kurz aufgewärmt, aber ist dann nicht mehr aufwärmen. Ich glaube, aber sie ist angeschlagen. Sie ist dann auch verletzt raus heute. Ich glaube, ihr Fall vom Velo ist immer noch nicht ganz kuriert. Es ist halt blöd, wenn man sich neben dem Fußball manchmal verletzt. Gell? Nachher hast Rahel Kivic, der gesetzt ist. Neben ihr ist das Inkognito. Ich habe gehofft, wir würden sehen, wie Julia Stierli länger spielt. Sie spielt in der zweiten Halbzeit ein paar Minuten. Man hat auch eine gute Chance. Aber du siehst, im Training hat er irgendetwas mit Viola Caligaris gehabt. Ich fand, okay, ich gebe ihr eine Chance. Die Viola hat natürlich so spielen wie die Lia, wenn sie jene Verteidigerin spielt. Natürlich, nicht negativ der Viola gegenüber der Welt, die ist ein besser. Natürlich Weltklasse-Fußballerin und das spürt man halt. Die Lia ist, die kannst du aufstellen, wo du willst, sie wird gut spielen. Wir haben das schon mal besprochen, ich bin kein Fan von Adaptieren. Ich habe das Gefühl, da findest du eher Lösungen. Ich habe Nils Nielsen ja auch direkt darauf angesprochen im Interview nach dem Match. Er hat gesagt, er hat sie einfach noch nicht gesehen. Wenn ich sie wüsste, soll ich sie ihm mitteilen. Ich habe ihm da auch noch ein Match zwei oder drei Namen genannt. Aber mal schauen, ob es das Thema wird sein. Ich habe das Gefühl, wir brauchen tatsächlich neben der Rahel Kivic einen spielenden Innenverteidigerin. Sonst geht das System gar nicht auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Mittelfeldspielerin hintereinander die Lösung ist. Aber ja, wenn gewisse Spielerinnen für ihn keinen Sinn machen, die in der heimischen Liga spielen, wird es schwierig, weil dann müssen wir halt unter der bestehenden eine Lösung finden. Und ich glaube, das ist einfach mit der Jessica Kahlo oder Carola Fasel einfach noch zwei, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Und die müssen wir sehen. Aber sonst
bleibt, zu sehen, was sein Fazit ist von der Jana Brunner, von der Julia Schierli. Links hätten wir Melanie Müller ausprobieren. Das hat sicher natürlich auch viel mitgebracht. Im Sinne von Viola kann man auch ein bisschen offensiver gehen, kann vielleicht ein bisschen mehr laufen. Die Melanie deckt es ab, Melanie aber auch mit einem sehr guten ersten Bau. Also, es wäre eine Lösung gewesen. Unglücklich verletzt sie sich nach 6 Minuten. Und dann haben wir sie halt nicht mehr gesehen. Dort ist schade. Ich habe gehofft, dass wir sie vielleicht dann auch später im Mittelfeld sehen. Wie auch schon damals live auf Instagram und dann auch im Interview. Gute Besserung an Melanie. Nachher hast du, ab dann ist eigentlich klar. Wir sehen zum dritten Mal Bernauer so. Wir sind zum dritten Mal nicht überzeugt von dem Duo. Also ich habe nicht. Ich glaube, du teilst schon. Schließt mit der Meinung an, ja. Nachher haben wir Tramona, die jetzt etwas weiter hinten spielt auf dem Matchblatt. Faktisch spielt sie überall. Das ist ein Vor- und Nachteil. Die vertäuschten Flügel, Alicia Lehmann und Geraldine Reutler, gehen. Und Zanogacevic, Hochform, hat auch erst gerade das Goal geschossen die Nacht für die Portland Thorns. Das ist gesetzt. Meine Frage ist, wenn das Team so gesetzt ist, wie viel Dynamik kannst du noch entwickeln, wenn nur zwei, drei Stellen frei sind? Und wie fest laufst du vielleicht in eine Wand hier, in eine Sackgasse? Ich sage, grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn du einen Plan verfolgst und wenn du als Trainer irgendwo auch schon nach relativ kurzer Zeit eigentlich erkennst, welche Leute dass du für die Umsetzung von deiner Vorstellung, die du hast, möchtest brauchen. Ich sage, grundsätzlich ist das überhaupt nicht schlecht. Ich sage aber gerade auf den Positionen, die wir jetzt angesprochen haben, eben, dass auch Rahel Krivic zum Beispiel gesetzt ist, wir aber andere Innenverteidigerinnen noch gar nicht gesehen haben, das finde ich ein bisschen schwierig, weil du so auch gar nicht wirklich kannst beurteilen, wie es anders funktionieren würde. Ich glaube, es gibt gewisse Personalien, die Sinn machen, dass sie gesetzt sind. Ich glaube, es ist legitim, dass Anna-Maria Zanogarnevic vorne in der Sturmspitze gesetzt ist. Ich finde es legitim auch, dass Geraldine Reutler über den Flügel kommt oder dass Ramona Bachmann auf dem Platz sicher einen Platz finden sollte. Das finde ich alles, kann ich anschauen, das kann ich auch unterschreiben und finde das auch nicht schädlich jetzt dem Vorhaben gegenüber, dass man da eigentlich möchte, Idee und Kali wieder absoluten Ton angeben. Aber ich sage, es gibt einfach gewisse Spielerinnen, die man noch gar nicht gesehen hat. Gerade auf der Innenverteidigerposition oder auch im zentralen Mittelfeld, wo ich noch nicht ganz glücklich bin. Und wo auf der einen Aussenverteidigerposition auch, wo ich sage, wenn man da noch ein bisschen mehr Mut würde beweisen oder auch ein bisschen mehr Vertrauen hätte in die Leute, die man sonst noch hat, und dann auch mal die Einsatzminuten würde schenken, wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht ist in meinem Kopf die und die Personalie besetzt, aber wir probieren jetzt gleich mal noch jemand anderes auf dieser Position aus, einfach damit wir sie mal noch gesehen hätten. Fände ich eigentlich einen guten Ansatz, wo allenfalls auch zu neuen Lösungsansätzen führen. Ganz klar. Ich meine, reden wir über das grosse Fragezeichen, also nach wie vor. Ist das 4-4-2 so zwingend? Nicht, oder? Nein, ich bin der Meinung nicht. Ist natürlich glaube, Geschmackssache. Es von... nicht unbedingt an. Ja, ich glaube, es ist Geschmackssache von einem Trainer, wenn er für ein Spielsystem gerne hat. Ich persönlich, wir spielen auch in einem 4-4-2. Bin ich ein wahnsinnig großer Fan von einem 4-4-2. Das ist aber meine persönliche Meinung. Aber ihr spielt oft mit drei Mittelfeldspielerinnen. Also eine, die ihr kennt, zum Beispiel jetzt dem Match gegen St. Gallen. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Noel Kuchen, die war immer mehr drin war und hat mir quasi das Dreier-Mittelfeld kreiert. Ja, und ich sage, das ist aber auch vor allem dem geschuldet, weil wir lieber mit einem Dreier-Mittelfeld spielen und das auch so ein bisschen selbstständig auf dem Platz machen. Und ich bin eigentlich gleicher Meinung auch, wie jetzt bei unserer Mannschaft, auch bei der Nationalmannschaft, dass sie eigentlich eher darauf ausgerichtet wären, mit einem 4-3-3 zu spielen oder mit einem 3-4-3, wenn man mit einer Dreierkette möchte spielen zum Beispiel. Ich bin nicht ganz so überzeugt von dem 4-4-2-System. Ich glaube, wie du gesagt hast, auch nicht, dass es wirklich allen Spielerinnen auf dem Platz, auch in dem 4-4-2, wirklich
vollumfänglich dient. Ich glaube, es kommen gewisse Spielerinnen besser zur Geltung, wenn man in einem anderen System probieren zu spielen. Ich bin immer noch der Meinung, dass man eigentlich versuchen sollte, dass man unser Hauptaugenmerk auf das zentrale Mittelfeld legt, dass man uns im Zentrum eine Überzahlsituation nur schon anhand der Leute, die wir dort aufstellen, können arbeiten können. Und dass man so aber auch auf den Flügeln mehr Raum schafft für offensive Außenverteidiger wie Noel Maritz, aber auch für die effektiven Flügel wie Alisha Lehmann, die dann könnten ausbrechen und die nicht schon von Anfang an schon dort draussen stehen. So wie es aussieht, werden wir um das 4-4-2 aber leider nicht herumkommen. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es steingemeißelt ist, aber es scheint zumindest so, als wäre das wirklich das System, wo man möchte spielen, auf Bügen und Brechen. Und ich glaube, könnte man sich vorstellen, dass das allenfalls ein bisschen Sackgasse könnte sein, wenn man, was Spielsystem anbelangt, so fixiert möchte sein auf etwas. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man 2-3 verschiedene Spielsysteme einstudiert, wenn man sich auch anpassen kann am Gegner, was mehr Sinn macht. Vielleicht macht es mal mehr Sinn, in einem 4-4-2 zu spielen. Vielleicht macht es einmal mehr Sinn, mit einer 3-Kette hineinzuspielen, weil man sagt, okay, mit einem Gegner, der eher tief steht, und wir brauchen mal vorne mehr Optionen. Ich glaube, es wäre gut für die Schweizer Frauen-Nazi, wenn sie auch nur schon im taktischen Bereich variabler werden. Und das hängt sicher damit zusammen, was du trainierst und was du für Spielideen, Spielsysteme auf den Platz leistest. Und ich würde es eigentlich sehr begrüßen, wenn man da ein bisschen differenzierter werden würde oder ein bisschen variabler werden würde und somit auch mehr Optionen schaffen würde. Ja, ich denke vor allem, was du sagst, Überzahl im Mittelfeld. Ich habe halt Angst vor dem Tempo in dieser Aufstellung. Wenn zum Beispiel Belgien unser härtester Gegner ist und wir wissen wieder, wir müssen die Quali gewinnen. Ein zweiter Platz ist nur ein Vielleicht und wir wollen kein Vielleicht. Wir wollen an die EM, wir wollen Europameister werden, blöd gesagt. Oder wenn man das, aber man muss sich immer das höchste Ziel stecken, finde ich, nicht das Minimalziel. Wenn Belgien clever spielt mit schnellen Mittelfeld-Flügel und Stürmer, dann laufen wir Gefahr, überrannt zu werden. Weil plötzlich hast du Kivic, Caligaris, Bernauer, so, das sind nicht die schnellsten Spieler auf der Welt. Wenn die natürlich mit Tempo und in Überzahl ausgespielt werden, dann eröffnen sich plötzlich viele Lücken. Oder? Und, im Moment, so wie es aufgestellt ist, habe ich nicht das Gefühl, dass das Team so ist, dass es perfekt nachrutschen kann. Und das ist erstens dem Spielsystem geschuldet, natürlich dann aber auch der personellen Harmonie. Ich meine, Vanessa Bernauer ist jetzt gesetzt, denke ich, weil sie hat jetzt 4 Matches gespielt. Sie ist Mittelfeldspielerin, die am meisten Einsatz hatte, nebst Sandrine Moron. Und sie ist auch wirklich, sie blüht auf in dieser 6. Position. Das ist ihr 60. Länderspiel. Wenn sie mal Platz hat, kann sie sowohl gute, lange Bälle spielen, von denen ich finde, dass wir in der Schweiz, in der Nazi, die noch zu viel ausnutzen. Ich habe das Gefühl, wir müssen wieder wegkommen von diesen langen Bällen. Da haben wir ja letzte Woche darüber geredet. Aber die zweite Sache, die Vanessa hat, super, hat sie transportiert das Spiel. Das macht die Kumba auch, aber die Kumba ist in der Nazi, vor allem neben der Vanessa, blüht sie nicht so auf. Die Kumba bräuchte jemanden, der noch defensiver spielt, um mit ihr zusammen harmonieren, habe ich das Gefühl. Ja, die Harmonie, die du angesprochen hast, ist sicher noch das, was im Moment augenscheinlich noch ein bisschen fehlt. Ich schaue der Schweizer Nazi im Moment zu und habe das Gefühl, ja, mal, es funktioniert einiges. Es funktionieren gewisse Sachen nicht, aber wir haben Fussen bis jetzt, zumindest ich persönlich, habe ich in all diesen Spielen, die wir jetzt gesehen haben, nie das Gefühl gehabt, dass es wirklich harmoniert auf dem Platz und dass es innerhalb vom Team wirklich völlig stimmt und dass man sich versteht auf dem Platz, dass man weiß, was die Spielerin neben einem vorhat, dass man weiß, wie man muss laufen, wie man sich anbieten muss, welche Räume dass sich auftun, wenn eine bestimmte Spielerin den Ball hat. Also ich sage, die Harmonie, die es braucht, dass man wirklich auch vorne wieder mitspielen kann in der Weltspitze und dass man dort auch den Anschluss nicht verliert, ist es extrem wichtig, dass man die Harmonie anbringt wieder innerhalb von dem Team. Und
Und die stimmt im Moment noch nicht so. Es kann natürlich durchaus sein, dass das der Personalentscheid geschuldet ist, dass gewisse Spielerkombinationen wirklich nicht ganz so gut harmonieren. Aber ich sage, wenn man das nicht hinbekommt, dass man gerade auch. Und ich glaube, das ist vor allem mit der zentralen Achse das Problem, sei es in der Innenverteidigung, sei es im zentralen Mittelfeld, aber auch dann zwischen dem zentralen Mittelfeld und der Sturmspitze. Die Harmonie quer durch das Band, durch die Vertikale, die vermisse ich ein bisschen. Und das macht es auch extrem schwer, in einem Spiel, um dann auch wirklich ein Spiel zu dominieren, wenn du dort die Abstimmungen zwischeneinander nicht ganz so durchgehend hast oder nicht ganz so stimmig hast, dann ist es extrem schwierig, dass es wirklich, dass dein Matchplan auch wirklich funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich so rausgehört habe bei Nils Nielsen. Er ist noch nicht ganz so zufrieden und er sieht das, glaube ich, ein bisschen ähnlich, dass das noch nicht so funktioniert, wie er sich das wünscht und wie er sich das auch vorstellt. Und darum nochmal zu meiner Meinung zurück. Ich glaube, dass da das Team nochmal einen Schritt vorwärts machen muss, wenn man wirklich möchte, die Ziele realisieren können, die man sich gesteckt hat. Ganz klar. Das Letzte, was ich ansprechen möchte, oder das Zweitletzte. Was macht das im Kopf von einer Spielerin, wenn du siehst, okay, wir haben gesetzt die und anhand der Auswechslungen siehst du auch, wer denn so nachgesetzt ist und okay, jetzt Spielerin aus dem Schaffen. Das heisst, Hurni, klar, noch nominiert. Das war kein Thema. Floriane Ismaili ist nicht zum Einsatz gekommen. Ja, gewisse sind gar nicht aufwärmen. Wie fühlt man sich da als Spielerin? Natürlich ist es am Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, nicht, gegenüber nicht wahnsinnig förderlich, wenn man nicht zum Einsatz kommt. Aber auf dem Niveau, das sind alle Spielerinnen, die eine gewisse Professionalität müssen haben, auch die in der Schweiz spielen und nicht de facto wirklich Profis sind und von dem leben können. Aber sie shooten alle auf einem professionellen Niveau und das nicht erst seit gestern. Das heisst, ich sage, von der Einstellung her müssen die Spielerinnen Professionalität mitbringen. Und es ist wie überall, es ist auch im Verein so, es können nur 11 spielen und es können nur 3 eingewechselt werden. Und das ist sollte zumindest jeder Spielerin bewusst sein. Und ich finde auch, dass man mit dieser Rolle umgehen muss. Und dass man diese Rolle auch tragen muss. Und sonst ist man auf dem Niveau wahrscheinlich nicht am richtigen Platz, meiner Meinung nach. Es ist extrem hart, wenn du natürlich nicht zu deinen Einsatzminuten kommst. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, wenn du shootest, dann möchtest du shooten, dann möchtest du auf dem Platz stehen, dann möchtest du die Match spielen. Training ist schön und gut, aber ich sage, das Zentrale sind Spiele. Ich bin einfach einmal mehr der Meinung, dass die Spielerinnen, die im Moment die Reservistenrolle haben, dass die am Ball bleiben. Es kann sich so schnell etwas ändern. Wir haben es gesehen mit der Lara Dickmann, mit der Lia Welti, die immer gesetzt waren, die sich plötzlich verletzen. Es kann so viel und so viel auch schnell passieren. Es ist ganz ein schnelllebiger Sport und darum ist es wichtig, dass man genau in diesen Situationen dranbleibt, dass man hart arbeitet, dass man den Anschluss nicht verliert. Und dann ist vieles möglich. Aber ich glaube, so wie ich die Spielerinnen einschätze, dass sie eigentlich die Professionalität, die es braucht, dass sie die besitzen. Gut, ja. Ich meine, ich hoffe, dass es so ist. Professionalität ist immer ein Thema, das ich zum Teil nicht an den Spielerinnen bemängle, sondern am ganzen Drumherum im Frauenfußball. Und ich aber auch merke, es ist ganz etwas anderes, ob du von Männer- oder Frauenfußball redest. Ich glaube, im Männerfußball ist auch der Umgang ein bisschen anders, den du kannst mit den Herren führen kannst. Natürlich, unter anderem, weil viel Geld dahinter ist. Aber auch, neulich hat eine Kollegin gesagt, weißt, wenn du das Team von Männern trainierst, schreist du ja und das ist gut. Bei Frauen macht es das Gegenteilige. Und das ist halt nicht so gut. Und jetzt müssen wir auch da schauen, dass man auch die Bedürfnisse der Spielerinnen können auch auffallen. Ich denke, das kann Nils Nielsen sicher gut. Das Letzte, was wir ansprechen hier in der Nazi, eben, die Schweiz gewinnt gegen die Slowakei. Das war nicht der beste Match gesehen. Schönes Goal, Highlight Reel, super. Abhaken, den nächsten Match in Angriff nehmen. Ich denke auch, wir müssen ein bisschen Verbesserung haben. Wir müssen schauen, Lösungen finden. Die Harmonie muss aufgefahren werden, denke ich. Der Nils Nielsen hat nach dem Match mit mir
und ein paar anderen Leuten geredet und gesagt, ja, er plane im Juni, glaube ich, einen Stützpunkt oder sogar einen Zusammenzug, wo er wirklich versucht, nur Spielerinnen aus der heimischen Liga zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann mit Pflichtspiel, also mit einem offiziellen Trainingsspiel verbunden ist oder wie. Und er wird jetzt wirklich heimische Spielerinnen anschauen. Hättest du dort zwei, drei Namen, die er sich notieren sollte, wenn er jetzt zuschaut? Ich glaube, ein Thema, das wir zwei auch immer wieder diskutiert haben, ist Ariana Fischer auf der Innenverteidigerposition. Gerade auch wenn man eine spielende Innenverteidigerin sucht. Und ich glaube, das sucht man im Moment auch ganz fest. Vor allem, wenn man sagt, der Alkiewicz ist gesetzt. Dann wäre da vielleicht die zweite Option auch Chantal Wieser. Chantal Ruf, Entschuldigung. Chantal Wieser ist ja eher für das zentrale Mittelfeld. Mhm. Wäre aber auch eine Personalie, die man sich absolut anschauen kann. Beide vom FC Luzern, beide Chantal sind sicher eine Option, beide eher jung, aber doch mit sehr viel Talent gesegnet. Beide mit einer wichtigen Rolle innerhalb des Teams, mit sehr viel Verantwortung, auch, die sie mittragen. Also darum sicher auch eine Option für beide, wo man sagen kann, das könnte man sich anschauen. Ich glaube, dass man in der Nationalmannschaft im Moment ein bisschen wegkommt von den U19-Spielerinnen, dass man die wirklich möchte in den U19 behalten. Sonst wäre sicher eine Elvira Herzog oder eine Tiara Buser oder Malin Gut wären die Spielerinnen, gut, die man jetzt... Gut, jetzt, wo die Quali verpasst haben, könnte es wieder ein Thema sein. Kann wieder ein Thema sein. Ich sage, das sind aber sicher Spielerinnen, die auf dem Zettel stehen, weil die eben gerade auch in der U19-Nazi ein wichtiger Bestandteil von dem Team sind. Ich weiß nicht, wie man das handhaben möchte, wenn man dort wirklich Distrikttraining machen und sagen, nein, solange sie können, sollen sie noch in der U19 spielen. Aber sonst sind das sicher natürlich Personalien, die zumindest auch in Zukunft ein grosses Thema sein sollten. Ja, ich denke dazu, eben zu den spielenden Innenverteidigerinnen, würde ich Alana Burkhardt nicht ganz abschreiben. Sie spielt bei Yverdon, sie macht aber morgen Trainings bei IB. Also sie ist noch in dieser professionellen Struktur drin vom Sportgymnasium, dass man so eine Spielerin vielleicht anschauen kann, sicher. Mal schauen, was bringt sie für Lösungen. Wie es damals von Tecklenburg auch gemacht hat, zum Beispiel mit Rahel Kiewicz, wo sie Potenzial gesehen hat und sie explizit gefördert hat in die Richtung. Oder? Und wir können schauen, was kann sie, wie können wir da weiterfahren. Aber ich denke, du sagst, Diana Fischer, Chantal Ruf. Sina Hirschi unterstreiche ich hier nochmal. Ich habe allgemein das Gefühl, bei Basel kann man noch das eine oder andere rausschauen. Ich meine, ich denke auch, nebst Sina Hirschi, Melanie Huber oder Hubler oder... Ich weiß nicht genau, wie der Name ist. Der Sechser von Basel, auch sehr eine gute Spielerin, die sicher Potenzial hat, auch gegen Ufe. Dann eben Ciara sowieso No-Brainer. Ganz dumm gesagt, sie ist zwar noch ein bisschen jung und hat bis jetzt noch ein Nazi-Spiel gemacht, aber Triola Cemaili, ein Nazi-Spiel, die könnte man schon anschauen. Die hat so gut gespielt gegen Luzern. Oder gegen IB. Gegen IB ist es, glaube ich, dass ich denke, das könnte man schon überlegen. Svenja Fömmli könnte ein Thema sein, ganz ehrlich, im Sturm. Du hast keine Spielerin mit diesen Charakteristiken im Moment in der Schweiz. Und dann, ja, ich meine, scheint es ja Zehnder, wenn sie schon Zeit hat. Und sonst halt warten bis im September, bis sie dann weg kann. Ich habe das Gefühl, über kurz oder lang muss Jeans ja zurück in die Nazi. Er muss sicher, wenn sie das Level mag halten. Und ja, ich meine dann. Schauen, wie es steht, so ein Einbürgerungsverfahren von der Kara Curtin. ja, dumm gesagt, oder? Ich meine, ich würde auch Maya Vassarazin wieder in der Nazi sehen. Ich meine, wenn sie so viel Golf mag schießen. Sie ist 31, aber warum nicht? Ein Sandy Mendli, der früher auch in der Nazi gespielt hat bei Servette, könnte das Thema sein. Einfach zum angeschaut werden, oder? Ich meine, ja. Da hast du natürlich eben Melanie Müller, die jetzt schon Thema ist. Nicole Raymond, wo man vielleicht überzeugen könnte, zurückzukommen. Ich weiß nicht, da kannst du sie besser. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich würde sagen, dass sie das sicher machen würde. Aber ich glaube, es wäre sicher ein Thema, das Sinn machen könnte, weil sie variabel einsetzbar ist. Ob sie den Aufwand nochmal auf sich nehmen, das
wäre sicher, da gäbe es sicher Diskussionsbedarf, glaube ich. Aber wäre sicher eine Spielerin, die Qualität dazu hat und auch wo die Erfahrung dazu hat, auch auf dem internationalen Niveau. Das könnte das Thema sein. Und natürlich bei IB, da wieder Stefanie Weber, die schon 19 spielt, Talin Stöckli und Meret Welt, ich habe das Gefühl, könnte durchaus auch noch das Thema sein. Also auch die würde ich mir notieren. Wir werden sehen, wer dann wirklich von der heimischen Liga an diesen Stützpunkt oder an diesen Zusammenzug oder wie sich das auch dann wird, gestalten wird gehen. Ich gratuliere dir nochmal zu deinem Sieg. Super Match gesehen. Gehen alle gut Interviews schauen mit Alea und ihren Teamkolleginnen und Gegner. Die erste Liga am Brunnen bei uns. Mehr gehört ihr von mir am Samstag, dann gibt es den Cup. Wir schauen, wird Zürich das Double schaffen oder holt IB einen weiteren Titel im Fußball nach Bern. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hier unten klicken, liken, subscriben. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Soundcloud und eben YouTube. Ich danke euch und ich danke dir für deine Zeit. Danke dir. Tschüss zusammen.